Jetzt müsst ihr mir sagen, wenn ihr so einen blauen Balken seht. Jetzt. Sehr gut, das hat funktioniert. Dann begrüße ich euch alle erstmal ganz herzlich zum Microsoft Dynamics Meetup Deutschland im Februar 2022. Schon die zweite Session in diesem Jahr. Und heute, ne, heute auch wieder mit zwei Vorträgen. Einmal wird uns der Andreas etwas zum Thema Modern Finance erzählen, zu Beginn. Und danach der Benno zum Thema Multiplexing. Ich muss sagen, ich bin auf beide Themen schon sehr gespannt und freue mich darauf, da auch einiges Neues zu hören, zu lernen. Und danach gibt es dann auch wieder unsere Diskussion, Ausblick auf das nächste Treffen. Aber vorab, bevor wir dann auf das nächste Treffen gehen, jetzt mache ich nochmal kurze Werbung in Anführungszeichen eigener Sache. Das Meetup und die Power-Plattform User Group Munich gemeinsam in Form von Jan haben auch für morgen und übermorgen zwei Sessions oder beziehungsweise die beiden Tage komplett als Global Power Platform Bootcamp für Munich angemeldet. Beide Tage sind auch vollgepackt wieder mit unterschiedlichen Speaker-Slots. Morgen die Sessions finden alle auf Deutsch statt. Am Samstag die Sessions haben wir dann international gestaltet und werden auf Englisch stattfinden. Die Anmeldung findet über Microsoft Forms statt. Das ist der schöne Link hier. Ich werde aber auch gleich die Links nochmal hier in den Chat posten. Und die Agenda findet ihr dann hier über den Link zum Power Platform Bootcamp Deutschland über Sessionize. Werde ich auch gleich in den Chat posten. Vielleicht ist das eine oder andere dabei, wo ihr sagt, das ist eine Session, die interessant ist. Wir haben gesagt, wir würden gerne versuchen, beide Tage auch aus der Ausrichtung her, die wir mit dem Meetup haben, zu sagen, Power Platform und Dynamics, wo sehen wir da die Gemeinsamkeiten, wo sehen wir da den Einsatz von der Power Platform mit Dynamics. Und es gibt natürlich noch viele andere Power Platform Bootcamps morgen. Also ich glaube, allein in Deutschland gibt es 4 oder 5 Standorte, die das Ganze virtuell anbieten. Im Moment. Aber ja, so viel erstmal dazu. Heute die Session, ja, Lone ist dabei und unterstützt heute das Meetup. Ludwig ist dabei und ja, ich auch. Wir freuen uns wieder, dass heute das Meetup stattfindet und ihr da ja doch recht zahlreich sehe ich gerade euch dazugeschaltet habt. Ich glaube, die Themen geben es auch her, die heute behandelt werden. Und auch zum Abschluss nochmal so die Spielregeln, bevor wir dann anfangen mit den Vorträgen. Bitte während der Vorträge die Mikrofone stumm schalten. Wenn ihr Anmerkungen oder Fragen habt, am besten mit Handzeichen arbeiten oder vielleicht jetzt auch gleich von wenn ihr selber nochmal dann sagt, wenn ihr die Session startet, Andreas und Benno, ob ihr die Fragen direkt haben wollt, zwischendrin, wenn irgendwas unklar ist oder zum Schluss, damit wir wissen, ob wir euch unterbrechen sollen. Das auf jeden Fall. Kommentare und Diskussionen sind grundsätzlich ja immer bei uns erwünscht, aber halt eben konstruktiv. Wir machen das alles in unserer Freizeit. Wir haben Spaß daran, die Themen hier vorzustellen. Insofern, ja, vorwärtsbringende Kritik und Anmerkungen sind halt eben gerne erwünscht und Fragen, aber nicht irgendwie. Alles andere wollen wir hier vermeiden. Wir wollen voneinander lernen. Und wenn es geht, wir wollen halt eben auch keine übermäßige Werbung hier machen. Klar, jeder hat auch einen beruflichen Hintergrund, insofern sollte das auch erwähnt werden können und dürfen. Aber dass man hier eine reine Werbeveranstaltung macht, dafür ist der Meetup aus unserer Sicht der falsche Raum. Insofern habe ich jetzt schon wieder genug gesprochen, freue ich mich auf den ersten Vortrag von Andreas Dutz zum Thema Modern Finance und bin mal gespannt, was Andreas darunter alles versteht. Ja, gerne. Danke, Jürgen. Ich schalte hier mal um. Und muss noch nicht schieben. Genau. Ja, hallo, ich bin Andreas aus München. Andreas, also ob es nur mir so geht, aber bei mir ist der Bildschirm schwarz. Könnte jemand anderes bestätigen, das, was zu sehen ist? Bei mir auch schwarz. Ja. Watch. Ich sehe deinen Mauszeiger, das sehe ich.
Das ist komisch. Dann mache ich mal. Habe ich wohl. Nein. Thema. Wenn ich jetzt das wechsle auf die andere Seite. Oh, Moment. So. Den PowerPoint. Weiterhin sieht er nichts, ne? Dann mache ich mal Fenster teilen. Hat sich schon gegessen. Wie sieht es jetzt aus? Hier ist was zu sehen. Es flackert. Noch nicht, genau, es flackert noch. Komisch. Jetzt aktuell schwarzer Bildschirm. Ah, jetzt. Modern Finance, es ruft nach dir. Ja. Sehr schön. So, jetzt habe ich gerade weggeschaltet. Es ruft nach dir. Ja. Gut, klingt gut. Ja, offensichtlich, ja, von Göttingen nach München ein bisschen Weg zurückzulegen. So, ja, Modern Finance, ein Thema, das mich gerade beschäftigt, deswegen spreche ich da auch gerne drüber jetzt nach 7 Uhr in meiner Freizeit, denn ich habe gerade ein Thema, dass ich Stimmen höre, ja, Stimmen rufe oder sogar schreie, und ich bin der Meinung, dass die Schreie uns gelten, und deswegen wollte ich es einfach mit uns oder mit euch teilen, denn wir sind hier so ein bisschen in einer Selbsthilfegruppe, und wenn es nach uns schreit, wollte ich es einfach mit euch teilen. Ja, und was höre ich denn so? Ich höre nach mehr, ja, Closed Loop Plan Record Managed. Ich höre nach mehr AI im Daily Business, neue Rolle um embracen und mehr Insights managen und so weiter, was ihr seht. Ja, und wer schreit danach? Wer ist der Sender? Ja, es ist der CFO. Und dann frage ich mich ja, zumindest behaupten viele, es ist der CFO, denn oft kommen die Themen ja nicht vom CFO selber, sondern von vielen Beratungsfirmen, die behaupten, dass es der CFO sagt. Und was sie auch immer sagen, ist, dass der ruft nahe ist nach genau diesen Themen, aber dass die Realität im Office of the CFO eben anders aussieht. Momentan gibt es ja wirklich sehr, sehr viele Artikel darüber. Ich lese sie alle, und das ist links der Auszug aus ungefähr 33 Artikeln dazu, die ihr jetzt nicht mehr lesen müsst, weil sie nämlich immer alle das Gleiche sagen. Sie brauchen die Sachen in Rot, und das in Dunkelgrau finden sie vor, nämlich dass der CFO eben ja nicht genug Zeit hat, die strategischen Sachen zu machen, sich als Berater des Business zu positionieren, keine Datenarchitektur hat, unterschiedliche Tools für Buchhaltung, Planung, Record, Close und so weiter. Und das ist die Situation. Und das Fazit daraus, ja, man braucht neue Wege, um die Komplexität zu managen. Speed ist das Thema. Und deswegen braucht man was Neues, einen neuen Ansatz, Modern Finance. Und jetzt bin ich ja auch schon nicht mehr die Jüngste. Ich war vor Microsoft 6 Jahre beim Planungsanbieter, 2008 bis 2014 circa. Ist es neu? Nein, wir haben das 2008 auch schon immer behauptet, dass das der CFO braucht und nicht hat. Und deswegen gibt es schöne Planungstools, die da die Welt schön machen, Szenarienanalyse machen und den CFO besser positionieren. Ist auch ein Thema, ist auch schon zum Teil Realität. Aber was ist denn jetzt neu? Die neu ist für mich, dass die Zeit reif ist. Und die Zeit ist deswegen reif, weil Technologie einen ganzen großen Schritt weitergekommen ist, dass es eben nicht nur um BI-Tool-Anwendung geht, sondern um viel mehr. Und dass die Zeit reif ist, merkt man auch daran, dass Player wie jetzt eben Microsoft, die ja inhaltlich bei dem Thema noch nicht so unterwegs waren, jetzt hier richtig Gas geben, hier Webinare bauen, wo es eben nicht nur um Produkte geht, sondern auch wirklich um genau das, nämlich um die neue Rolle vom CFO, wo wir ihn ganz selbstlos natürlich unterstützen wollen, dahin zu kommen. Dieser Ray Wang, cooler Typ, der jetzt mit Microsoft da auch ein Webinar gemacht hat, spricht hier von der Transformation von einem traditionellen Buchhalter, Accountant, Controller und so weiter zum Postmodern CFO. Das ist ein Begriff, den Gartner schon 2016 geprägt hat.
auch noch nicht Realität ist. Ich glaube, man muss einfach noch 5 bis 10 Jahre drauflegen. Aber da ist einiges unterwegs. Und ich muss sagen, wenn ich das so vergleiche mit dem, was ich in Kundenterminen höre, so langsam ist es wirklich so, dass eben nicht nur wir und PwC und Co. das behauptet, dass es Zeit ist, sondern auch die Kunden es selber sagen. Er sagt hier, es gibt 3 Sachen, die Modern Finance unter anderem auszeichnen. Das sind die 3 A's, kann man sich schon merken, nämlich Analytics, Automation, AI. Unter anderem natürlich, aber das ist eins der oder die 3 Sachen, die zentralen, die wirklich auch technologisch neu sind. Ich bin der Meinung, es sind nicht 3 A's, sondern 4. Was das 4. ist, sage ich euch gleich. Ja, und Microsoft macht jetzt auch schon zum 2. Mal ein schönes Event. Am 23. gab es auch schon letztes Jahr, da war es noch ziemlich allgemein. Auch hier sieht man, da gibt's noch, wird noch einiges draufgelegt. Es gibt ja Charles Lamanna und andere CVPs, die da sind. Office of the CFO selber ist da. Das merke ich auch immer bei anderen Kundenthemen, wenn Microsoft jemanden braucht, der wirklich für Finance spricht, an den Zeiten, wo Ludwig noch nicht da war. Ja, und dann wird oft der eigene Controller genommen, weil wir schon eine coole Story haben, wie Microsoft selber sich transformiert hat mit wenigen Leuten, die da weltweit einen Forecast machen auf 3% genau. Nur wenn dann die Kunden fragen, was habt ihr für ein ERP-System, dann wird es nicht mehr ganz so lustig für Dynamics-Partner, weil das natürlich noch nicht Dynamics ist. Neben den drei A's gibt es aber natürlich noch andere Treiber für Modern Finance und das sind die berühmten neuen Geschäftsmodelle, von denen wir ja alle sprechen, Reimagine und so weiter. Und eins davon ist sicherlich das Thema Subscription Management oder Pay-Per-Use oder andere serviceorientierten Abrechnungsmodelle, die ja das ganze Geschäft umkrempeln können und wo auch Firmen anfangen, nicht nur Software als Subscription zu verkaufen. Das finde ich auch ein sehr cooles Thema. Ich wollte keine Werbung machen, aber zufällig machen wir das einen Tag. Das musste ich jetzt bringen, ne? Nachdem wir den Termin hatten da mit der Mittelstands-Roadshow, wo wir einen Kunden zeigen, der das eben jetzt live hat. Nicht der erste, aber der erste für uns. Genau einen Tag nach dem Reimagined-Event, das sage ich. Das ist ja wohl auch ein Zeichen, dass die jetzt genau einen Tag vorher den Finance-Event machen müssen. Also der Februar ist voll der Finance-Monat. Ich habe am Anfang noch die ganzen Links zu den ganzen Terminen. Aber jetzt haben wir ja viele Mathematiker unter uns und die hassen es nichts mehr, wie ich auch, über was zu sprechen, was nicht definiert ist. Und deswegen, in der Literatur gibt es keine Definition von Modern Finance, deswegen habe ich mir einfach selber mal eine gebaut und behaupte Folgendes, was ich sage, Modern Finance ist ein Setup, wo ein paar Sachen zusammenkommen, die eine gesamte Value Chain realisieren, um wirklich dem CFO helfen, eine neue Ebene von Business Relevanz zu bekommen. Ja, was sind das jetzt für Sachen? Das ist einmal ein Enterprise Cloud System, Standardprozesse, Standard, ein Partner-Ökosystem und natürlich ganz viele Tools für Integration, Low-Code, Task, Automation und so weiter. Und was will man für neue Paradigma realisieren? Das ist einfach die nicht einmal planen und 3 Jahren irgendein Projekt machen, sondern schnell sein, Continuous Improvement, ganz, ganz viel automatisieren von wiederholenden Tätigkeiten und natürlich das, was Microsoft als Infused Intelligence bezeichnet. Na, am besten sagt das System doch selber, wie der Forecast aussieht, ohne dass ich groß ummodellieren muss. Und das in einfach dargelegt, ist es ein ERP-System, aber eben nicht nur ein ERP-System, sondern ganz viel obendrauf und es ist auch nicht nur BI, sondern Partnerlösungen, die das Ganze ergänzen und natürlich das Ganze, was Automatisierung, AI und die 3 A's eben realisiert. Und warum sage ich jetzt immer, das ist ja ein Ruf für uns, für Dynamics und für Microsoft Ökosystem, weil ich sage, na gut, wenn ich das Bild jetzt male aus Microsoft-Sicht, dann erscheint dieses Bild. Dann nochmal zurück. So ist das allgemeine Bild und so ist das Microsoft-Bild. Dann sage ich, okay, es ist vielleicht bin ich ein bisschen, wie soll ich sagen, biased, ja, und nicht ganz neutral, aber ich finde schon, dass Microsoft der Einzige ist, der zumindest nach meiner Definition alles, was Modern Finance braucht, auch aus einer Hand anbietet. Ne? SAP hat schon ein ziemlich gutes Finance-System, aber wenn es um Cloud-Plattform geht, Low-Code, na gut, behaupten sie jetzt auch was zu haben, oder BI und Integration, ja, dann greifen sie doch sehr oft auf Azure zurück. Geht schon so weit, ja, dass manche SAP und Azure für eine ERP-Lösung halten. Und wenn man halt wirklich sagt, ich will alles aus einer Hand, und ERP ist nur ein Teil davon, da
dann glaube ich, stehen da ganz großartige Zeiten bevor, weil bestimmt ganz viele Leute, auch wie ich, demnächst immer öfters auf die Idee kommen werden, dass Modern Finance eigentlich ein Ruf nach Microsoft ist oder zumindest Microsoft auch mit in die Auswahl einzubeziehen und eben nicht nur Features von einem ERP-System zu vergleichen, weil da hat SAP noch eine ganze Weile die Nase vorn. Jetzt ist aber, sage ich mal, dagegen die Realität. Wie ist es denn so da draußen, wie ich es erlebe? Wenn ein Kunde sagt, er braucht ein neues Finance-System, dann sagt er meistens nicht eine große Liste an Features, die das ERP-System haben will. Ja, das ist eher so die Kür, die man erwartet. Ja, das Buchhaltungssystem Buchhaltung kann, erwartet man. Die Fragen, die kommen, sind eigentlich eher folgende. Nämlich die erste ist, was ist denn im System drin über Buchhaltung hinaus? Was ist da drin beyond Accounting? Immer gleich die Fragen nach den Insights, nach wie, das sind eigentlich fast so die drei Gretchenfragen. Ja. Wie hältst du es mit der Konsolidierung, wie mit der Planung, wie mit der Treasury? Wenn vielleicht die anderen Kollegen können bestätigen, die Antworten hängen davon ab, wen du fragst im Microsoft-Ökosystem. Es ist nicht einheitlich definiert. Es gibt auch viele Möglichkeiten, ne? Aber ja, man weiß eigentlich schon fast vor dem Termin, dass genau diese Fragen kommen werden und kann sie da auch ganz schön entsprechend vorbereiten. Das heißt aber auch, deswegen ist so wichtig, die Definition von Finance am besten mit dem Kunden schon vom ersten Termin besprechen, denn es ist definitiv nicht geklärt, was Finance ist. Wir haben bei uns bestimmt auch 5 Leute, die einen antworten Buchhaltung und die anderen antworten Controlling und die anderen sagen Unternehmensbewertung, vorausschauend etc., was da alles drinsteigen kann. Und das ist das eben, was oft passiert. Links ist der Kunde und rechts ist der Dynamics-Partner. Der Ruf nach Modern Finance heißt nicht, dass man nur Dynamics Finance liefern muss und dann dauernd argumentiert, warum denn Planung, Konsolidierung, Treasury und so weiter da nicht drin ist. Ja, das ist halt nicht drin, weil wir uns da auf unterschiedlichen Ebenen bewegen. Aber die gute Nachricht ist, wir können es ja trotzdem alles, wenn man es richtig anpackt. Deswegen nochmal eine andere Darstellung, wo ich sage, was ist denn eigentlich Finance aufgedröselt nach Wertschöpfungsstufen. Und die Stufe 1, die man immer braucht, weil es halt gefordert ist, allein schon vom Gesetz und weil man es ja aus vielen Gründen braucht, ist es operationale Accounting. Und manche bezeichnen das schon als Finance. Die ganze Wertschöpfungskette geht aber natürlich noch weiter. Die Sachen, die man tun muss und die Sachen, die man nicht tun muss, aber doch jeder braucht, Controlling und noch eine Planung und dann noch eins draufgesetzt, zu sagen, was ist mein Unternehmen eigentlich wert, wie stehe ich zu Peer Groups da und so weiter. Und ja, das kann man jetzt noch aufteilen nach Komponenten, die immer wieder auftauchen. Das ist jetzt pflichtlich keine einzige Darstellung, die kann man sich nicht darüber streiten, ein bisschen, welches Kästchen noch nach oben oder nach unten gerutscht werden muss. Aber wichtig ist, erstens, Dynamics deckt schon ziemlich viel ab, aber halt nicht alles ab. Ja, deswegen sollte man nicht so tun, als würde es alles abdecken und muss dann dauernd die roten Punkte rechtfertigen und sagen, das Ökosystem deckt alles ab. Denn wenn wir oft als Dynamics-Partner über Finance sprechen, dann sprechen wir halt nur von dem orangen Bereich. Und das muss man sich bewusst sein, der orange Bereich ist wichtig. Und deswegen auch, ich habe gesagt, was ist denn das vierte A neben AI, Automation und Analytics? Das vierte A ist Accounting. Weil das braucht man halt als Basis, um das ganze schöne obere auch machen zu können. Und das ist auch, was uns wieder unterscheidet. Denn die ganzen tollen Controlling-Tools, Konsolidierung-Tools und Planungstools, die können zwar sehr gute Shows machen und sind deutlich uns voraus, was ja, Appraisals angeht, wo man heute begeistern kann. Aber sie haben halt kein ERP drunter, ja, wo die Wahrheit liegt. Und was sie oft machen müssen, um sich zu behelfen, ist, dass sie einen Schatten-ERP vielleicht aufbauen. Und das wollen wir ja gerade nicht. Ja, wir wollen es aus einer Hand, einzige Version der Wahrheit etc. und nicht das ERP mehr nachbauen. Das heißt, wenn man das jetzt hier componentseitig aufbaut, auch hier wieder, ne, Dynamics ist sicherlich der fetteste, dickste Block da drin, aber nicht der einzige. Und auch hier wieder die Aussage, Dynamics kann nicht alles, aber Microsoft kann alles aus einer Hand. Und das ist, finde ich, die Modern Finance Story. Und oft lassen wir uns
aufgrund der Vergangenheit, wo es halt oft so war, dass Dynamics-Projekte nur Buchhaltung gebraucht haben, in die Position bringen, dass wir verteidigen, ja, was denn für Features in Dynamics Finance nicht drin sind, versus zum Beispiel SAP. Dabei können wir sagen, nee, Moment, es geht doch nicht um die Features, sondern es geht ums Gesamtkonstrukt. Und als andere Thema, was Microsoft ja auch noch hat, ist, dass wir ganz, ganz viele Partnerlösungen haben. Also wenn es um Planung geht, dann gibt es halt Chadox Board, Prevero, Solver, Actaris und noch viele andere, wo man die Wahlmöglichkeit hat. Sicherlich sollte man als Planungs- oder als Partner von Vereins da auch eine Meinung mitbringen und nicht nur den Kunden auswählen lassen. Die Anforderung oder die Challenge für uns ist eigentlich daher, noch mehr den Finance-Architekten zu spielen und da ein cooles Haus zu bauen. Ja, ich muss da noch ein bisschen Gartner mitbringen. Ich habe selbstverständlich keine Erlaubnis, die Folie zu zeigen von Gartner. Deswegen auch gleich weiter. Aber hier die zwei Aussagen, die auch in Richtung Partner geht, die sagen, was sich CFO eigentlich CFOs wünschen, ist nicht, dass man ihnen als 50. auch nochmal erklärt, was die neue Rolle ist des CFOs, sondern dass man ihnen sagt, in welchen Bereichen kann Technologie dich einen Schritt nach vorne bringen. Also wo brauchst du mehr Intelligenz? Ne? Da kommt immer der Forecast. Wo brauchst du mehr Automatisierung? Das ist meistens auch bekannt. Man muss es dann nur tun. Und wo gibt es vielleicht noch ganz neue Sachen, die man noch nicht weiß, die man reinbringen kann, um Speed zu gewinnen, wiederholende Sachen, nicht mehr Sachen zu müssen, machen zu müssen und mehr nach vorne schauen kann. Und dann ist das Zweite auch von interessant. Ja, man muss nicht alles sofort liefern, ja, oder ein Projekt für 2 Jahre planen, wie früher die ERP-Projekte waren, sondern man sollte als Partner eben eine Roadmap aufbauen. Also die beiden Punkte habe ich auf jeden Fall verinnerlicht, Roadmap und aufzeigen, wo Technologie hilft und vielleicht nicht unbedingt mit dem Zeigefinger sagen, dass die Rolle sich bald ändern wird. So, und jetzt zu uns, wo ich sage, warum ist das jetzt nochmal ein Call für das gesamte Ökosystem? Also wenn ich von uns spreche, meine ich jetzt nicht die Firma, für die ich arbeite, sondern uns, wir hier, das Ökosystem, die Community. Ich finde, es ist gerade jetzt an der Zeit für Modern Finance und 2008 war es nicht, sondern jetzt, weil jetzt 4 Punkte, 4 Trends zusammenprallen. Der erste, ja, ich habe es erwähnt. Ich sage, bin jetzt nicht der 51., der das nochmal sagt, aber es ist wirklich wahr, von der neuen Rolle der CFOs sprechen nicht nur wir, KPMG und Co., sondern der Kunden selber. Also es ist wirklich langsam da. Data-driven ist sogar in RFPs drin. Integrated Accounting, Planung muss man überall dabei haben. Am besten kein extra Planungstool, sondern am besten aus dem ERP. Geht zwar meistens nicht, aber ist gewünscht. Dann das Zweite, was man, glaube ich, auch da eindeutig in den Kontext bringen muss. ERP ist nicht irgendwie ein Upgrade-Modus, sondern ist im Reset-Modus. Ja, also wie ich meine, wie viel wir oft gesagt bekommen, wir denken zumindest wie auf der grünen Wiese. Und nur weil wir RX haben, machen wir noch lange nicht die 365. Andererseits, nur weil wir SAP haben, machen wir auch noch lange nicht SAP vor HANA. Sondern es ist eigentlich neues Spiel, neues Glück. Und ich finde es toll. Also ich finde es toll, dieses Greenfield-Approach. Ja, wirklich Ballast abwerfen, komplett neu denken und irgendjemand soll dann später vielleicht noch ein bisschen Datenmigration machen, ne? Aber im Design denkt man erstmal frei und neu. Und dann gibt es ja noch einen weiteren Trend, der hoffentlich auch total reinspielt für uns, der Composable ERP. Hat schon in 10 Jahren, glaube ich, mitgeprägt, war zu früh, weil es noch keine Cloud gab. Jetzt gibt es die Cloud und man kann Composable machen, sprich, man kann auch, wie Gartner sagt, einfach mal nur mit Finance anfangen und muss vielleicht nicht die ganze Buch, ja, Logistik, Lagerhaltung, was noch alles gibt und Produktion auf einmal umstellen auf neues ERP. Und wir sehen, also ich beobachte zumindest neue Art von Projekten, die heißt da Finance Only oder andersrum, ich habe ein ERP-Projekt, aber mach erstmal nur Finance. Wenn ich mit den Älteren spreche, von meinen Kollegen, also noch Älteren im Sinne von noch länger bei der Company, dann ist es ein neuer Typus von Projekten. Finance ist nicht mehr das Ende, wo am Ende eine Rechnung schreiben muss. Ja, und dann gibt es natürlich einen Demand, weil es gibt ja schon vor dem Trend gab es zu wenig Finance Consultants, ne, im Dynamics-Bereich und jetzt kommt der Trend und es gibt 3x zu wenig. Aber gut, das werden wir jetzt hier nicht lösen. Ich denke mal, hier ist es dann wichtig, dass man jetzt hier sich upgradet, komme ich gleich drauf. Aber was auch noch neu ist, dass wir
Microsoft haben, der eine ganz neue Art von Pool generiert. Ja, also ich meine, diese ganzen, ich mache nur Finance-Neu-Projekte, die kamen bis vor 2 Jahren gar nicht zu uns und aus dem Enterprise-Bereich Projekt schon gar nicht. Jetzt kommen sie aus dem Mittelstand und schon ein bisschen Enterprise da, wo ich sagen, die Kunden sagen, ich glaube, wir müssen Finance oder Dynamics Finance plus Ökosystem ernst nehmen und nicht selten ist es so, dass es immer geht um SAP und Dynamics, auch in Themen oder bei Kundengrößen, wo wir vielleicht vor 3 Jahren noch nicht präsent waren, also wir als Community noch nicht präsent waren. Ja, und dann bin ich gespannt. Ich behaupte, dass das Thema Planungslösung oder FP&A ein weißer Fleck ist, der irgendwann von Microsoft geschlossen wird, so wie sie mit Binary Stream Subscription Billing gelöst haben. Ja, und dann das vierte, wo ich behaupte, es wird viel gesprochen über eine Disruption im Consulting, die ich ehrlich gesagt weder sehe, noch höre, noch rieche aktuell, aber ich lese sie, ja, dass sie kommen möge. Denn ich glaube, Cloud ERP und Standard ERP, beziehungsweise die Tatsache, dass Cloud ERP Standard ERP sein sollte, gibt noch viel mehr Möglichkeiten, dieses Thema, dass die Kunden noch mal auch wirklich begeistert sein könnten, von einem ERP-Projekt lösen zu können. Also sprich überschaubarer. Ich will jetzt nicht das böse Wort Festpreisprojekt in den Mund nehmen, aber es könnte schon mal in Zukunft, glaube ich, ein bisschen schneller gehen als bisher. Es gibt heute noch Möglichkeiten, die Prozesse zu überwachen, wie sie umgesetzt werden durch Process Mining. Und man kann Begeisterung auslösen durch Automation, den 3 benannten A's, die vielleicht auch mal ermöglichen, dass man in so einen Continuous Improvement Loop reingeht und vielleicht da auch andere Pricing-Modelle von uns als Dynamics-Partner an den Markt bringt als T&M. Wir schauen mal, wie lange es dauert. Vielleicht dauert es auch länger. Genau. Und jetzt ist die Frage, ja, nach dem Ökosystem, wie machen wir das jetzt? Nehmen wir jetzt die ganzen Finance-Partner und graden sie ab und bauen noch Data obendrauf, Planung, Konsolidierung und Deep Finance noch auch? Oder sollte man nicht sagen, liebe Partner, die ihr Controlling schon könnt, ja, und IFRS und HGB und was sieht noch alles, ihr könnt auch Planung und meistens könnt ihr auch ein bisschen BI, baut doch ihr eine Finance-Practice auf. Also ich will jetzt hier nicht einen Wettbewerber so HSO und Co. aufbauen, aber ich denke mal manchmal, man denkt, es ist so einfach, von Buchhaltung und Co. nach oben zu gehen. Manchmal denke ich, vielleicht ist es andersrum sogar einfacher, weil der Kunde will am Anfang über das Obere reden und nicht über das Untere. Dann frage ich mich schon lange, warum PwC und Co. nicht einfach sagen, wir nehmen mal Geld in die Hand und wollten 20 aus, weil am Markt gibt es es ja nicht, und ergänzen uns nach unten. Ja, wie auch immer, ich weiß nicht, wie es sein wird. Also wir wollen natürlich in den linken Bereich gehen und hoffen, dass möglichst wenige auf die Idee kommen, rechts zu machen. Es kann aber auch eine Möglichkeit sein, einfach noch viel stärker zu partnern mit vielleicht Boutique-Consultancy-Firmen, die ja, SOX, IFRS und die ganzen komischen Sachen beraten können. Weil was wir beobachten ist, man findet deswegen wenig Finance-Consultants, weil man am liebsten will, dass er Hands-on ERP kann, gut beraten kann und am besten noch Controlling, Planung, Konsolidierung, IFRS und Co. kann. Und die gibt es halt natürlich gar nicht. Genau, deswegen muss man sich da besser kombinieren und das Composable ERP-Zeugs gibt es ja jetzt hier die Möglichkeit. Ja, und mein letzter Punkt ist, die Folie ist irgendwie noch nicht fertig, sage es aber trotzdem, ich sage, wir brauchen in der Community sozusagen ein Finance Powerhouse. Das heißt jetzt nicht, dass es einer hier machen soll, ne? Aber ich glaube, man kann es sowohl innerhalb dem Partner oder in der Community etablieren, weil ich glaube, nicht jeder muss alles können, sondern man braucht ein Core Finance Know-how, der die gesamte Value Chain realisieren kann, die ich vorher gezeigt habe. Und der muss ja, wie gesagt, nicht alles können. Ja? Da können vielleicht Data-Only-Partner mitmachen, die nur Azure Synapse können, aber dafür kein Finance. Man kann vielleicht die PwCs und Co.s einbauen, was schon im konkreten Fall passiert. Ne? Also sage ich, keine Angst vor den Großen, solange die das Thema nicht erkennen und man sich gut ergänzen kann. Und dann gibt es eigentlich noch den großen Mehrwert, dass man an der zentralen Stelle eben die ganzen ISVs managt, ja, weil der Kunde will ja schon One Face to the Customer haben. Wir Binary Stream für Subscription Billing. LucaNet ist bei uns fast Standard immer für Konsolidierung. Es gibt noch ein paar Anbieter,
wie Sterala, die ab und zu auftauchen für das ganze Thema Zahlungsverkehr und Treasury, wo ja Dynamics auch nur einen gewissen Teil des Weges geht. Ja, und dann sicherlich auch zur Ergänzung, was man auch schon macht, man tun, CE-Partner, die eben nicht mal über Nacht eine Finance Practice aufbauen. Und Microsoft sowieso, ja, die brauchen uns sowieso. Genau. Genau, insofern war das mein Plädoyer, dass wir hier mit ja, stolzer Brust sozusagen uns nicht scheuen müssen vor SAP und Co., wenn es um Modern Finance geht. Wir haben nicht immer die besten Features out of the box, aber wir haben das beste Ökosystem. Insofern bin ich jetzt gespannt auf Fragen, ja, ob ich gesagt, du hörst die Stimmen, die hören wir nicht, du gehst vielleicht zum Arzt und lass dich untersuchen, oder ob ihr sagt, ihr habt Ähnliches schon gehört und habt da noch Anregungen oder Fragen dazu. Andreas, hier ist Ludwig. Ich hätte gleich eine Frage, und zwar zu dem, was du gesagt hast mit den Finance-Projekten. Siehst du das jetzt vermehrt, dass ja, die Kunden immer mehr in die Richtung gehen, zuerst mit Finance anzufangen und dann andere Prozesse einzubinden? Ja, also ich sehe jetzt nicht sagen, das ist ein genereller Trend, aber ich sehe definitiv mit einem Beispiel von, ich würde mal sagen, Größenordnung aktuell 2 bis 3, ja, wo wir, also wir nennen die intern schon Finance Only, wie der Name sagt, wo der Kunde erstmal nur ein neues Finance-System sucht, Datev ablöst und erstmal sagt, ich will sogar bewusst Accounting und Buchhaltung insourcen und eben nicht outsourcen, um das Steuer in die Hand zu nehmen, von unten an der Daten. Und deswegen, ja, sehe ich eine steigende Anzahl von Finance-Only-Projekten, wo es immer heißt SAP oder Dynamics, und wo alle sagen, dass der Projekttyp ist neu. Ja, aber dass es jetzt generell ein Trend ist für, so fange ich ERP-Projekte an, würde ich sagen, nein. Aber es gibt einen neuen Typus. Und die zweite Frage, die ich habe, ist zu deiner letzten Folie, also vor dem Fragezeichen. Mhm. Da waren ja einige Sachen oder Punkte drauf, wo wir andere Partner einbeziehen, ja, oder andere Lösungen zum Beispiel. Wenn ich jetzt das so anschaue, was würdest du dann sagen, ist dann so ein Erfolgsfaktor für ein Projekt? Weil wenn ich da viele Partner involviert habe, dann ist das ja wie so ein Hühnerhaufen. Ja, Ist es dann entscheidend vom Projektleiter, dass das gut klappt? Oder wer ist dann der Key Player, sag ich mal, aus deiner Sicht, der da ganz entscheidend für den Erfolg dann verantwortlich ist? Ja, genau. Das habe ich auch gedacht. Wer hat eigentlich den Hut auf die Verantwortung Richtung Kunden? Also ich sage, das kann so einer von den Big Four sein, ja, der sagt, ich bin inhaltlich verantwortlich, gebe auch für die Prozesse, für die Zielprozesse und drehe mich dann um, realisiere das mit einem Dynamics-Partner, der dann in der zweiten Reihe steht und nicht noch auf seinen Kundenkanal hat zu, ja, und was diskutiert. Mhm. Oder dieses Finance Powerhouse ist der Partner zu Kunden, der sagt, lass uns für Zielprozesse oder was heißt denn jetzt genau IFRS, habe ich keinen, der das kann, einen mit reinnehmen, oder ich mache dir die Architektur, aber ich habe keinen Consultants für Azure Synapse, da nehme ich jemanden mit rein. Einer von den beiden hier, wie gesagt, sollte definitiv Verantwortung, Projektleitung und Key Customer Connection haben, damit es funktioniert. Alle anderen sind in der zweiten Reihe. Okay, ja, danke. So, dann von meiner Seite auch erstmal schon mal herzlichen Dank für den Vortrag. Und sind da noch weitere Fragen? Ich muss leider sagen, ich bin tatsächlich etwas weit von dem Thema Finance entfernt. Ich fand es total interessant. Und ich stimme dir auf jeden Fall zu, was das Thema Ökosystem angeht, dass dort Microsoft und die Solutions extrem stark aufgestellt sind. Und dort sehe ich tatsächlich
in vielen Bereichen einen Mehrwert für die ganze Microsoft-Plattform, also jetzt nicht nur auf diesen Bereich Modern Finance betrachtet, sondern insgesamt von der Stärke des Ökosystems und von den ganzen Solutions, die und Partnern, die da drumherum sind und ihre Lösungen einbringen. Das ist tatsächlich etwas, was im Vergleich auch zu anderen ja, ERP-Systemen sicherlich einen der größten Mehrwerte ausmacht. Aber wie gesagt, Thema Finance jetzt im Speziellen bin ich tatsächlich doch etwas weiter entfernt. Aber trotzdem erstmal vielen Dank. Ich möchte jetzt mal keinen quasi abwürgen oder so. Deswegen nochmal der Blick in die Runde, ob weitere Fragen oder Anmerkungen da sind. Vielleicht auch eigene Erfahrungen, falls jemand dort im Finance-Bereich auch unterwegs ist. Sonst, wie gesagt, nochmal vielen Dank von meiner Seite für den tollen Vortrag und für die Zeit, die du dir hier genommen hast. Gerne. Ludwig spendet schon virtuell Applaus, genau. Insofern, klasse. Und dann würde ich jetzt einmal nochmal kurz die Zwischenfolie zeigen und überleiten zu einem weiteren spannenden Thema, wie ich finde, Multiplexing, zu dem Benno uns dann jetzt sicherlich hoffentlich einige erstmal das Thema näher bringen wird, alle, die den Begriff im Zusammenhang mit Dynamics 365 vielleicht noch nicht gehört haben, erklärt, was daher man dahinter zu verstehen hat. Und ich denke, dort werde ich sicherlich noch ein paar Fragen dann einbringen können im Nachgang. Gut. Insofern würde ich sagen, Benno. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich lasse mal gerade die Kamera aus, weil wenn ich gleich share, ich hoffe mal, dass mein Teams ja nicht abbricht. Ich gucke mal, ob ich es da zwischenzeitlich anmachen kann. Aber ich glaube, die Präsentation ist da wichtiger als mein Gesicht. Ja. Es freut mich erstens, dass wir hier heute über Multiplexing sprechen, weil das ist ja doch ein Thema, was alle irgendwie so umtreibt. Das ist ein gewisses Halbwissen natürlich auch auf dem Markt bekannt. Und ich habe dann intern auch bei Microsoft, ich arbeite selber für Microsoft, genauso wie Ludwig, vielleicht das mal vorab, bin Technical Specialist und im Bereich Finance Operations tätig, vornehmlich SCM und all das, was Vue angeht, da ist Ludwig natürlich der Meister an der Stelle für Deutschland im Enterprise-Segment dann natürlich auch unterwegs. Und ich weiß, dass dieses Thema Multiplexing ganz, ganz wichtig ist, weil ich natürlich auch aus der Partnerwelt komme, war 10 Jahre dort in unterschiedlichsten Rollen von AX 2012 begonnen bis hin zu FO natürlich auch. Und habe dann aber natürlich das Thema Multiplexing in unterschiedlichen Aspekten auch kennengelernt, weil ich auch das Thema BC mit verantwortet hatte. Und deswegen habe ich intern auch mal gesagt, hey, es macht doch durchaus Sinn, das mit euch auch zu diskutieren. Wo gibt es Fallstricke in Projekten? Und was ist eigentlich auch die Antwort da drauf? Ist die Antwort schwierig zu finden? Und wo fragt man eigentlich auch nach? Ich weiß, dass wir uns ein Stück weit immer bedeckt gehalten haben. Ich versuche das bestmöglich, also wir meint jetzt Microsoft, weil wir ganz viel auch rausgeben an Dokumentation, wo eigentlich schon ganz, ganz viel beschrieben ist. Ich versuche an der Stelle auch hier die Möglichkeit einfach zu bieten, das hier offen zu diskutieren, auch im Nachgang, wenn ihr Themen habt, kann ich sie entweder beantworten oder leite sie auch intern gerne weiter, sodass ihr dann natürlich für die Projekte oder aber auch in-house, das kommt darauf an, welche Rolle ihr habt, ob man jetzt selber Kunde ist oder hier Partner, da eine saubere Antwort auch habt, wie man da in Zukunft mit umgehen kann. Gut, das erstmal für die Einleitung. Vorhin war die Frage, wie sieht es mit Fragen aus? Wir haben so ein bisschen Zeit, habe ich gemerkt. Fragt gerne rein. Ich werde so einleitend immer so ein paar Sätze sagen, habe auch ein paar Beispiele mitgebracht. Das heißt, es geht dann nicht nur darum, also es geht zum einen darum, was Jörg vorhin gesagt hat, Multiplexing einmal zu verstehen, was ist es, dann ein paar Beispiele mitgebracht, aber auch zu sagen, was muss man eigentlich tun? Und das Ganze will ich euch einmal anhand der PowerPoint zeigen, von den Agenda-Punkten, die ich mitgebracht habe. Ihr seht die PowerPoint, richtig? Ich mache sie mal groß. Dürfte ja jetzt geshared werden, richtig? Ja. Und für mich sind es grundsätzlich drei Sachen,
Da geht es erstmal heute, weil wir auch unbedingt viel Zeit haben, trotzdem wir uns die Zeit nehmen möchten, erstmal grundsätzliches Verständnis für Multiplexing zu haben. Erstmal zu wissen, aha, da ist es. Und die auch natürlich, welche Auswirkungen hat das? Weil es ist nicht nur das Thema, der eine würde sagen, hey, das ist ja alles nur Geldmacherei. Es geht darum, wie lizenziert man aufgrund dessen, was Microsoft an der Stelle den Kunden mitgegeben hat, und zum anderen aber auch die richtige Art und Weise eigentlich zu finden aus technologischer Sicht, weil ich werde auch mal nachher so ein bisschen aus dem wahren Leben so ein bisschen erzählen, welchen technischen Impact auch eine falsche Entscheidung hat in Richtung Multiplexing. Auch das einfach da nochmal, es wird also wie so ein Stück weit, ihr hört so ein bisschen raus, wird ein Stück weit Präsentation sein, ein Stück weit aus dem wahren Leben gesprochen, welche Hürden man hat und was man eigentlich beachten muss und wie man sie auch löst. Und natürlich auch jetzt mit dem Fokus darauf, dass hier natürlich auch Partner im Raum sind, den Kunden richtig anzuleiten hinsichtlich Compliance, aber auch mit dem Kunden natürlich diese Multiplexing-Themen offen zu diskutieren und das natürlich möglichst früh, weil am Ende irgendwann kommt das Thema eh auf den Tisch, nicht, dass da auf einmal die Schelte kommt. Also, Agenda, was ist Multiplexing? Schon angerissen, Beispiele, wie man es lizenziert und was eigentlich das Resultat aus dem Ganzen ist. Für die Stunde, die wir jetzt hier an der Stelle haben, das mal darauf eingeblickt. Und wichtig hier, machen wir das gerne zusammen. Lasst uns da gemeinsam drüber diskutieren, wie ihr das vielleicht auch seht, wo ihr auch Projekte habt, was für aktuelle Herausforderungen habt. Und dann gucken wir, dass wir hier auch eine Antwort drauf finden. Beginnt damit einleitend, was ist denn eigentlich Multiplexing? Und der eine oder andere möchte meinen, das Kind ist irgendwie geboren im Bereich AX oder F&O. So habe ich es mal als Partner wahrgenommen, dass man irgendwie gesagt hat, hey, ihr habt das ja nur, ihr in der FO-Abteilung. Nee, so ist es leider nicht. Es ist so, dass das Thema Multiplexing schon seit Jahren Bestandteil unserer Verträge ist. Wenn ich von wir spreche, an der Stelle Microsoft. Und es steht in den Universal License Terms, dass es für alle Microsoft-Produkte gilt. Und zwar für alle. Wir können hier über Office reden, wir können hier über den SQL-Server reden, wir können hier über das Betriebssystem reden, es ist vollkommen egal. Die große Auswirkung, die wir hier natürlich haben, wenn wir hier über Finance Operations sprechen, ist natürlich auf der Business-Applikationsseite, aber es ist vollkommen losgelöst davon. Und ganz wichtig, ich habe es unten auch immer verwiesen, das seht ihr unten auch in den Links dann an der Stelle. Ich sehe noch die erste Folie, ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist. Dann mache ich es mal anders. Danke für den Hinweis. Dann teile ich es mal anders. Dann nehme ich mal den Fullscreen. 3, 2, 1. Jetzt sehe ich zwei Männchen. Ja, genau, wunderbar. Dann zwei Männchen an der Stelle. Danke, Ludwig. Und da ganz wichtig an der Stelle, dass das Thema Multiplexing nicht dediziert für ein Produkt gilt, sondern für alle Produkte im Microsoft-Kosmos. Ich habe unten verwiesen, wenn wir die Folien scheren, Ludwig, ich weiß es gar nicht, dass man hier entsprechend die License Terms sich mal anschauen kann. Es gilt sowohl, und das auch nochmal ergänzend, für On-Prem-Systeme, genauso für Cloud-Services, es ist vollkommen egal, es gilt für alles. Und damit schlägt sich eigentlich auch so die Frage, worauf muss ich eigentlich achten? Wenn es für alles gilt, dann ist es zwangsläufig auch so, dass ich das eigentlich auch in jedem Projekt, ich muss es in jedem Projekt mit berücksichtigen, dass das Thema Multiplexing aufkommt. Und wenn man jetzt meint, das gilt für die Microsoft-Produkte, ja, dann heißt das aber auch im gleichen Atemzug, es gilt für die Microsoft-Produkte für innerhalb der Microsoft-Produkte, aber es gilt auch Microsoft-Produkte in Kombination mit jeder Drittapplikation aus unserer Sicht. Sei es ein SAP, sei es ein es ist vollkommen egal, ob es jetzt ein ERP-System ist oder jedes andere Produkt. Wir müssen darauf achten in Projekten, dass das Thema Multiplexing sauber behandelt wird und das einfach auf Grundlage aller Microsoft-Produkte. Von daher nehmt es gerne mit in alle anderen Abteilungen, dass das natürlich hier ein ganz, ganz wichtiges und auch ein sehr ausstrahlendes Thema ist. Ich habe euch mal so ein paar Texte mitgenommen und ich habe es absichtlich rauskopiert und mal ein bisschen gelb markiert. Ich habe jetzt hier als
Exemplar mal genommen, den Dynamics 365 License Guide. Kann ja sein, dass er 2 Tage alt ist, ist aber vollkommen egal, weil das gleiche Statement steht schon seit jeher drin, was Multiplexing ist. Und wir könnten jetzt hier auch jeden anderen License Guide nehmen, beispielsweise den von der Power Plattform, steht genau das gleiche drin. Hier steht konkret auf dem Screen, dass es Multiplexing ist, wenn wir, egal ob Hardware oder Software, ich lasse euch mal so ein bisschen lesen, das Multiplexing Hardware und Software betrifft. Und das in Kombination Hinblick auf eine Pooling-Connection, das schauen wir uns gleich nochmal an, ob wir, wenn wir Daten hin und her schicken, rerouten, oder aber auch versuchen, die Anzahl der Zugriffe auf das System, hier steht jetzt als Beispiel Dynamics 365, kann jeder andere Service sein, direkt oder indirekt anzudocken. Und das Thema direkt oder indirekt ist ein ganz, ganz entscheidendes. Soll heißen, ich habe natürlich, wenn ich als Benutzer direkt auf Dynamics 365 zugreife, für dieses Beispiel, ist es relativ klar, dass ich hier eine Lizenz brauche. Wenn ich aber indirekt darauf zugreife, das heißt, irgendetwas ist dazwischen, sei es beispielsweise, ich nutze ein Power Automate. Ein Power Automate zwischen meinem Dynamics 365 und meinem Drittsystem und schalte Power Automate dazwischen und Power Automate macht das alles für mich, dann ist das ein indirekter Zugriff von einem Umsystem auf meine Dynamics 365-Umgebung, unabhängig jetzt mal gerade von Lesen und Schreiben, darauf kommen wir später zu sprechen, wo ich auf einmal indirekten Zugriff habe. Und das ist das, was Multiplexing hier beschreibt. Und wie gesagt, es geht für alle Microsoft-Produkte und das als Beispiel hier Dynamics 365 rausgezogen. Bitte, gerne. Eine Frage an der Stelle. Das heißt, Szenario, wir haben ein Salesforce-CRM-System, wo die Vertriebsinnendienstler darauf arbeiten und das Angebot wird vom Salesforce ins ERP-System synchronisiert. Ja. Dann bräuchte ich nach dem Verständnis für jeden Vertriebsmitarbeiter in Salesforce eine Lizenz, kann keine, ich sag mal, Integration-Lizenz verwenden als Integrationsservice über Power Automate zum Beispiel. Nein, es gibt keinen Integration-User oder sowas. Service-User, wie man noch mal sagen würde. Genau, Service-User, nein, das gibt es nicht. Das wäre ein ganz klares Beispiel für ein gutes Multiplexing. Salesforce, Power Automate dazwischen. Ich versuche, etwas gebündelt über ein Pooling-Device, Pooling-Connection, letztendlich zu bündeln und es automatisiert weiter zu verarbeiten. Ist klares Multiplexing heißt, du musst alle Salesforce-Mitarbeiter, die letztendlich Daten in Dynamics reinschreiben, lizenzieren, aus dieser Brille heraus und wenn Leute dann aus Dynamics treffen oder wenn du Sachen wieder zurückschreibst in Salesforce, ist natürlich vice versa genau das Gleiche. Danke. Das ist hier nochmal dieses Thema Pooling. Also einfach reinquatschen. Ich sehe euch gerade gar nicht reinquatschen. Gar kein Thema. Geh gerne drauf ein. Hier ist das Thema Pooling-Ressource nochmal beschrieben, was eigentlich eine Pooling-Ressource ist. Weil wir gerade genau diesen Fall haben. Also es geht darum, wenn ich irgendetwas von außen reinpacke bei uns ins System, abfrage, aber auch Daten ausschließlich nur lese. Ganz wichtig, also ist es der Zugriff auf das System, egal in welcher Form, was auch in der Mitte steht an Pooling-Ressource, ist ein Zugriff. Wichtig ist aber an der Stelle, und das ist an der 2, hier auf Punkt 2 nochmal markiert, dass es sich immer um eine Automation handeln muss. Das heißt, wenn ich hingehe und würde es manuell machen, habe auch gleich Beispiel dafür, bin aber lizenziert und gebe manuell etwas weiter, dann ist es wiederum kein Multiplexing. Ja? Also es muss immer ein Automatisierungsprozess dahinter sein und es ist unabhängig davon, ob ich lese, schreibe, was auch immer da mache. Ich habe einen Fall gehabt, dort hat der Kunde Finance Operations im Einsatz gehabt und er hat Daten rausgepumpt in ein Data Warehouse und die Mitarbeiter im Vertrieb haben ausschließlich mit Power BI auf das Data Warehouse drauf connected und haben dann natürlich Kundendaten genommen, aber auch andere Daten aus anderen Umsystemen. Ist das Multiplexing? Ja, das ist es, weil der Vertriebsmitarbeiter, der ausschließlich in Power BI arbeitet, auf Daten zugreift im SQL Data Warehouse, die letztendlich in Dynamics 365 Finance Operations entstanden sind. Das heißt, die Idee, einem Geschäftsführer
für KPIs nur Power BI zu geben, befreit uns nicht davon, dass der Geschäftsführer auch eine Lizenz für Dynamics braucht. Genau. Weil Power BI hast du nur die Lizenz für Power BI, aber du musst auch, und das ist ganz, ganz wichtig, von Duncan nochmal für dieses Beispiel, auch das Multiplexing innerhalb der Microsoft-Welt mit betrachten. Das ist ja, also wenn ich jetzt mal so aus der Brille, die, was ich bis jetzt gehört habe, ist das der Wahnsinn. Also mal die ganzen Ideen, die man so mit diesen Umlösungen wie Power BI, Power Apps und so weiter hat, sind ja eigentlich damit fast hinfällig. Wir haben, da komme ich gleich drauf zu sprechen mit Power Apps. Microsoft ist schon dabei, dieses Thema natürlich auch nochmal weiter zu beleuchten. Es ist klar, dass wir in einer Cloud-Welt natürlich das Thema Multiplexing ist entstanden ja viel, viel früher. Da waren wir alle noch on-prem. Jetzt in der Cloud-Situation ist es natürlich Multiplexing, gerade weil man im Brownfield arbeitet, jetzt noch viel komplexer geworden. Und wir haben durchaus schon, das werden wir gleich mal sehen, im Power-Apps-Bereich auch schon eine Antwort darauf gefunden, wie man besser damit umgehen kann, ohne dass man jetzt hier ein riesen Multiplexing-Szenario aufmacht. Aber müssen wir dediziert definitiv betrachten. Soweit beantwortet die Frage? An der Stelle ja, auf jeden Fall schon. Genau. Wichtig, Automatisierung an der Stelle nochmal gesagt. Ich habe jetzt so ein paar Beispiele rausgesucht. Die sind auch unten in dem Link Official Microsoft Examples and Definitions einmal reingepackt. Aber das ist, wie gesagt, jetzt hier nur ein Beispiel, was wir oder mehrere Beispiele, die ich gemeinsam mit euch einmal durchgehe, um letztendlich ein Feeling dafür zu bekommen, was Multiplexing ist oder vielleicht aber auch nicht. Beispiel hier, es geht um First-Party-Applications, also es geht um unsere eigene Microsoft-Welt. Es geht darum, dass wir irgendetwas aus Dynamics als Beispiel hier in Dataverse reinpacken, wir dort Daten erzeugen über eine Business-Logik oder genauso andersrum von Dataverse über eine Business-Logik in eine andere Microsoft-Applikation etwas zurückschreiben. Ist das Multiplexing? Eigentlich habe ich die Antwort ja schon genannt, weil wir genau über diesen Fall gerade gesprochen haben. Ja, es ist Multiplexing. Der Kunde muss, und das ist genau das Beispiel, was wir gerade hatten, für beide Dynamics-Produkte lizenziert sein. Sei es für ein Dynamics Finance Operations, genauso für ein Power, genauso für die Power-Plattform. Das ist noch mal ein bisschen, wenn man den License Guide, und das lege ich euch ganz ans Herz, schaut euch genau im License Guide an, was ist eigentlich wann, was ist wann zu lizenzieren. Dort steht es auch relativ gut drin. Das, was gelb markiert ist, ist das offiziell, was wir ins Dokument reingeschrieben haben. Ich habe es noch mal ein bisschen ergänzt, weil es gibt natürlich auch heute mit der Dynamics Finance Operations Lizenz die Möglichkeit, auch auf Power Apps zuzugreifen oder auf die Power Plattform zuzugreifen. Es gibt eine Unterscheidung zwischen Restricted und Unrestricted Tables. Das nochmal so ein bisschen ergänzend. Soll aber nicht davon losgelöst sein, so heißen, man muss trotzdem darauf achten, selbst innerhalb der Microsoft-Welt, Achtung, welches Produkt setze ich ein? Und es heißt nicht, weil ich nur Finance Operations einsetze für dieses Beispiel, dass ich automatisch alle anderen Produkte wie ein Outlook auch automatisch mitlizenziert habe. Wenn, für dieses Beispiel Outlook ist es allen klar. Wenn ich aber über Business-Applikationen rede, da schüttelt man vielleicht durchaus eher den Kopf. Es ist aber nicht so. Definitiv alles cross-application-seitig mit betrachten. Hast du noch auf das Thema Dual Write? Habe ich auch drin. Danke. Ja. Third-Party-Application, ich glaube, das ist das Einfachste. Wenn wir ein Drittsystem haben, wie integriert sich das? Ja nun, Drittapplikationssysteme müssen mit berücksichtigt werden. Das heißt, sowohl eingehend, und ich will es nochmal ganz deutlich sagen, sowohl eingehend als auch ausgehend. Ich habe das letztens gehabt, da ging es um ein ein Dokumentenmanagementsystem. Das hat Rechnungen eingelesen und hat es in F&O reingeschoben. Ist das Multiplexing? Ich frage es mal in die Runde. Ausgehend von dem, was ihr bereits kennengelernt habt. Ich hätte gesagt, ja. Genau. Weil du reinschreibst. Genau, ich schreibe rein. Wie man das lizenziert, lasse ich es mal gerade außen vor. Aber eingehend, du schreibst was ins System rein. Multiplexing. Schreibst was raus von Business Central, egal, Business Central in ein SAP, du gibst Daten raus, auf die der Kunde im SAP wiederum darauf zugreift, auch Multiplexing. Und das ist eigentlich hier an der Stelle nochmal generell,
global, galaktisch hier an der Stelle nochmal beschrieben, dass auch diese Benutzer mitlizenziert sein müssen. Nächstes Beispiel, ein User, ich lese mal gerade vor, ein User hat eine Lizenz, genau, ein User ist lizenziert, sein Kollege ist nicht lizenziert und man geht hin in diesem Beispiel, dass der User A manuell aus dem Dataverse Daten abzieht, gibt sie per E-Mail weiter an seinen Kollegen, der Kollege verändert diese Daten und der Benutzer A importiert diese Daten wieder zurück. Frage, Multiplexing für den ersten, für User A, Multiplexing für User B. Wie sieht es hier aus? Frei raus. Also User A muss lizenziert sein, User B nicht, da es ein manueller Prozess ist. Genau. User B, genau so. Manuell, alles gut. User A ist lizenziert, genau wie du es gesagt hast. Er importiert das Ganze manuell, alles tutti. Deswegen muss nicht zwangsläufig Kollege der User B lizenziert sein, weil es sich rein manuell handelt. Wichtig ist aber, dass User A natürlich eine Lizenz braucht, weil sonst kann er natürlich auch nichts machen. Frontline-Worker, also diejenigen, die vielleicht mal irgendwie on-prem arbeiten, ich versuche es mal gerade zusammenzufassen, der Frontline-Worker arbeitet auf dem On-Prem-System, die Daten werden ins Dataverse rübergeschoben und werden copied into Dataverse and accessed by other users. Genau, und diese Daten, die der Frontline-Worker reingeschoben hat von On-Prem Richtung Cloud, die werden entsprechend von einem anderen Benutzer, von anderen Benutzern mit einer Dynamics 365 Lizenz weiter bearbeitet. Frage, braucht der Frontline-Worker eine Dynamics 365 Lizenz? Ja, klar. Genau. Ja, hätte ich auch gesagt. Genau, ganz klar. Der arbeitet zwar gar nicht mit dem Dynamics-System, aber hat einen indirekten er schreibt ja letztendlich in unser System rein. Und damit braucht er zwangsläufig auch eine Lizenz. Relativ klares Thema. Das heißt, wenn ich in einem Produktionsunternehmen ein Produktionsrückmeldetool einsetze und meine 1000 Mitarbeiter die Zeiten erfassen, die Mengen zurückmelden, müssten theoretisch alle lizenziert werden. Du meinst jetzt nicht die native Produktions-App, die wir haben? Nee, keine Microsoft-App. Wenn wir jetzt sagen, wir haben Prozessfertigung, wir haben dort irgendwo Maschinen, wir haben dort vielleicht noch eine andere MES-Lösung. Ja. Und die melden über diese andere Third-Party-MES-Lösung Zeiten zurück, sind 1000 Mitarbeiter. Theoretisch müssten wir die jetzt erstmal alle lizenzieren. Genau, würde da aber auch eher, wenn wir jetzt von F&O sprechen, über Devices oder irgendwas gehen, weil dann hast du sonst ganz schön viele, klar. Ja, sonst schießt Microsoft sich aus jeder Ausschreibung raus damit. Genau, das ist auch relativ viel. Also da muss man gucken, wie macht man es am besten, weil, schon mal vorweggegriffen, ich habe auch das Thema Orderlines dabei für Finance Operations. Das gilt leider in dem Kontext meines Wissens gerade auch noch nicht. Ist rausgenommen für den Manufacturing-Part. Wird aber, könnte ich mir zumindest vorstellen, jetzt mal privat gesprochen, dass wir irgendwann das Thema MES da nochmal näher beleuchten. Aber dadurch, dass wir eine Third-Party-Application haben, ist es definitiv immer so, dass wir da auch lizenzieren müssen. Ähnlich ist es zum Beispiel auch im Thema Retail. Wenn du auch den Fall habe ich kennengelernt, der Partner hat eine Third-Party-Kasse angebunden, wo auf alle Mitarbeiter im Store gearbeitet haben und er hat sich auf einmal gewundert, dass das Multiplexing ist. Klar. Was sonst? Wir lizenzieren ja auch unsere eigenen Kassen. Wenn wir hingehen würden und würde unsere eigene Retail-Lösung in den Store stellen mit der Kasse, dann lizenzieren wir auch das Device. Jetzt ist es natürlich nichts anderes, als würde ich eine Third-Party-Application nehmen, die auch eine Kasse ist. Das entbindet letztendlich den Kunden nicht davon, auch diese Third-Application bei uns im Microsoft-Umfeld auch mit zu lizenzieren. Da war die Annahme des Partners, hey, das ist, wo kommt das her? Gleiches Thema, warum sollte es anders sein? Er zahlt letztendlich, und wenn man das in diesem Kontext mal betrachtet, der Kunde zahlt auf einmal für die Kasse mehr, als Third-Application-Kasse, mehr drauf, weil er muss ja, er zahlt einmal die Lizenz für den Hersteller, den anderen Hersteller, als auch bei uns die Lizenz. Von daher muss man das, und das ist auch eine technologische Entscheidung an der Stelle, muss man schon gute Gründe finden, warum man das getan hat. Hier in diesem Fall war es so, der Kunde hat die Third-Party-Application schon längst im Einsatz gehabt, aber das Thema Multiplexing kam erst nach dem Projekt überhaupt auf den Tisch.
Und dann hast du natürlich eine Baustelle, das ist ganz klar. Ich habe vielleicht mal, du hast gesagt, du kommst auf das Thema Dual Write zu sprechen. Okay, da hätte ich dann noch Fragen. Gerne, gerne. Also ich glaube, wir haben die Zeit. Ich habe hier noch ein Thema, ich fasse es auch zusammen, denn es gibt ein ganz entscheidendes Wort, weil ich das auch mit einem Partner vor ungefähr, lass mich lügen, 2 Monaten diskutiert habe. Ist es Multiplexing, wenn das Ganze in nicht Realtime erfolgt? Also ich habe irgendwo ein System, das synkt irgendwas bei uns in Dynamics rein, macht das aber nicht synchron, sondern es vergehen meinetwegen eine Woche, ist vollkommen egal. Ist das Multiplexing ja oder nein? Was sollte das anders machen, ob das jetzt Realtime ist oder nicht? Genau. Ist doch automatisch. Es ist vollkommen egal, ob das jetzt sofort passiert, near Realtime oder 3 Tage später oder was auch immer. Es bleibt am Ende immer noch Multiplexing. Ganz wichtig, der Kunde ist davon, oder der Partner ist an der Stelle davon ausgegangen, dass das dass das Multiplexing einen Zeitaspekt hat. Nein, dem ist nicht so. Es hat einen Automatisierungscharakter, es hat aber keinen Zeitcharakter. Was hier jetzt unten drunter nochmal beschrieben ist, ist das Thema Orderlines. Da komme ich aber gleich nochmal drauf. Das ist ja sehr, sehr speziell jetzt für Finance Operations. Das hat jetzt nichts mit Customer Engagement beispielsweise zu tun. Habe das aber gleich nochmal aufgeführt, dass es natürlich bei Finance Operations eine andere Lizenzierungsmöglichkeit gibt. Gerade wenn man viele Sachen beispielsweise aus einem Webshop bekommt oder aus einem Vorsystem, wo Aufträge rübergeschoben werden, da gibt es eine andere Lizenzierungsform, gucken wir uns aber gleich nochmal an. Aber eine kurze Frage, weil das Beispiel passt zu meiner Frage. Komplett 365 lizenziert, würde ich jetzt so verstehen, zum Beispiel im Sales-Bereich, im CE unterwegs, sei es jetzt beispielsweise Lead-Erfassung, ist ja so dieses typische Szenario, was häufig auch Lead-to-Quote oder Lead-to-Invoice-Prozess. Ja. Lead-to-Quote oder Lead-to-Opportunity haben wir auf CE-Seite. Mhm. Vielleicht auch ein größerer Außendienst. Und Backoffice arbeitet dann im Finance-Bereich, Rechnungserstellung etc. Ja. Oder Erstellung in F&O. Ja. Das würde aber als eigentlich bedeuten, wenn ich das gerade richtig verstanden habe, dass alle, die auf CE-Seite quasi eine Quote erstellen oder eine Order erstellen und oder wenn der Prozess bis Order geht und dort das erstellt und automatisch über Dual Write dann nach F&O synchronisiert die Orderlines, das wäre dann auch Multiplexing. Nee. Noch kurz zurückhalten, kommen wir sofort drauf. Kommt, glaube ich, nach noch 3-4 Folien, dann kommen wir zu Dual Write. Ist es nochmal anders. Geht dann aber auf definitiv drauf, können wir gerne noch länger drauf eingehen. Ich würde es nur kurz so verschieben. Okay, gut. Wie lizenziert man das eigentlich? Es ist letztendlich relativ einfach. Hast du im Salesforce einen User, dann ist das entsprechend nach der Preisliste hier ein User, der in irgendeiner Weise mitpreist werden muss. Das macht es relativ einfach. Ja, also da kostet der Salesforce-User, der, wenn er, und ganz wichtig, wir müssen natürlich differenzieren dazu, was er eigentlich tut. Wir nehmen mal das Beispiel Finance Operations. Wenn der Mitarbeiter natürlich nur lesend aus Salesforce, warum auch immer, in F&O nur liest, dann braucht er natürlich keinen Full-User. Dann ist das natürlich ein Team-Member. Wenn der letztendlich irgendwo reinschreibt, dann ist es in der Regel ein Activity-User. Bis der einen Full-User braucht, ist es ja noch relativ weit. Da muss man also wirklich gucken, genauso, wenn wir hingehen und sagen, wir müssen jetzt F&O-User lizenzieren, so musst du genauso hingehen und für jede Third-Party-Application, die auf unser Dynamics zugreift, genauso hingehen und differenzieren, was muss der denn eigentlich tun? Das haben wir letztens gemacht mit einem Kunden auch zusammen, der hat ein Vorsystem gehabt, mit dem entsprechend die Agenten gearbeitet haben und die mussten was in Finance Operations reinschreiben. Und da sind wir wirklich dediziert in runter bis auf die letzte Duty geguckt, was braucht der denn eigentlich an Recht und welcher Typ wird dagegen gespiegelt. Die Frage ist, wie weit treibt man es? Aber ich glaube, die Message ist klar. Man muss hingehen und gucken, dass man entsprechend die User aus Drittsystemen oder aber auch innerhalb der Microsoft-Plattform sauber lizenziert. Und das ist nichts anderes als ein ganz normaler User, den man auch in dem jeweiligen System, in dem jeweiligen Zielsystem mitlizenzieren würde. Es ist nochmal zu differenzieren natürlich, ob es eine Device-Lizenz gibt.
Ich denke, das kennt ihr alles. In Finance Operations gibt es Möglichkeiten, in Business Central. Device, glaube ich, gibt es nicht für Sales, meines Wissens. Ich denke, das ist ganz klar. Für Finance Operations ist das, was ich an der rechten Seite nochmal reingeschrieben habe, da gibt es eine kleine Besonderheit. Es gibt sogenannte Order Lines. Das sind transaktionsbasierte Lizenzierungsmöglichkeit, die aber nur inbound funktioniert. Alles, was nur reingeht und nicht rausgeht, ganz wichtig. Und es ist auf 6 spezifische Typen genmappt. Das sind, lasst mich lügen, Sales Orders beispielsweise. Wenn ich irgendein FIBU-Journal schreibe, ich müsste das noch genau reingucken, steht aber im License Guide, nur diese 6 können wir entsprechend antriggern und aufgrund dieser Arten, dieser 6 Arten, entsprechend mit Orderlines lizenzieren. Das ist dann ein Kontingent, was man letztendlich abruft. Wichtig, und ich habe ja vorhin drüber gesprochen, es ist ja nicht nur ein kommerzielles Thema, es ist auch ein technisches Thema. Hier geht es darum, wir können Orderlines nur benutzen und ausschließlich nur benutzen, wenn wir OData oder das Data Integration Framework benutzen. Ganz wichtig, wenn das nicht passiert, dann kann auch Orderlines nicht verwendet werden. Beispiel, wahres Leben. Wir haben der Partner hat ein Projekt. Der Partner hat dort 20, 30 User verkauft. Recht großes Ding. Und das Ding ist live geschaltet worden. Aber es kam dann raus, hey, nach dem Projekt letztendlich, Riesenprojekt habe ich gesagt, aber nur ganz, ganz wenig User. Denn alle Aufträge kommen aus einem Vorsystem. Also hat der Partner an der Stelle das Thema Multiplexing komplett vergessen. Und er hat das Ganze technologisch so gebaut, dass er OData oder beziehungsweise das Data Integration Framework nicht benutzt hat. Jetzt hast du natürlich ein Riesenproblem, weil es geht ja darum, dass dieses Vorsystem, dort sind dann Tausende von Mitarbeitern gewesen und dadurch, dass du nicht hingegangen bist und hast hier eine Technologie gewählt, die wir als Voraussetzung gewählt haben, weil, ganz wichtig, sage ich auch gleich warum, dann hast du auf einmal, dass du jeden User lizenzieren musst. Und da ist man natürlich mit dem Activity-User oder dem Full-User, ja, da schießt man sich schon ein Stück weit ab. Das ist ganz klar. Und deswegen... Ich stelle mir gerade die ganze Zeit die Frage, bitte. Gibt es eine Zahl von Microsoft, wie viel Prozent der laufenden Projekte denn wirklich richtig zertifiziert sind? Weil das, was wir jetzt so an Beispielen durchgesprochen haben, glaube ich, dass sie in fast jedem Projekt drin sind und von meiner Wahrnehmung her nicht richtig lizenziert werden. Ich kann dir keine Prozentzahl nennen. Also ich glaube, das wird auch niemals funktionieren, weil, ja, wer soll denn das sagen? Aber ich bin bei dir aus eigener Wahrnehmung, dass hier ein großes Gap zwischen das muss lizenziert sein und das ist lizenziert ist. Genau. Und dieses Beispiel, was ich gerade genannt habe, also alle Beispiele, die ich euch gerade nenne, sind aus dem wahren Leben, die ich selber miterlebt habe. Dann hast du eine technologische Baustelle, weil der Partner das, was er gebaut hat, müsste es eigentlich wieder zurückbauen, um noch Orderlines zu lizenzieren. Er wusste nichts davon. Ich will auch hier keinen schwarzen Peter oder so machen. Ich will einfach nur sagen, offen hier mit euch das auch zu diskutieren. Ich glaube, das ist auch das Ziel dieser Veranstaltung. Wenn man das macht, gucken im License Guide, welche Orderline-Types möglich sind. Es ist, wie gesagt, nur inbound und dass man entsprechend diese Technologie auch verwendet, OData, weil, warum tun wir das? Wir skalieren darüber. Wenn wir OData und das Data Integration Framework nutzen, skaliert entsprechend das System anders, als wenn ich jetzt beispielsweise irgendeine XML-Datei, irgendwas, CSV-Datei, was auch immer, darüber jage oder eine SQL-Integration baue, ist vollkommen egal. Wir bekommen von der Skalierung nichts mit, wenn nicht über OData, über Data Integration Framework gearbeitet wird. Und das ist nochmal eine ganz, ganz wichtige Message. Aber wenn ihr das macht, einmal kurz drüber nachdenken, mit Orderlines gibt es keinen Datenbankspeicher. Das muss man einmal berücksichtigen, denn wenn wir mal drüber nachdenken, dass zum Beispiel aus einem Webshop Sales Orders rübergehen in Finance Operations, die dort weiterverarbeitet werden, dann braucht es natürlich auch einen gewissen Datenbankspeicher. Klar, mit Orderlines kommt der aber nicht dazu. Das heißt, wenn ich mit Orderlines lizenziere, bitte denkt auch dran,
dass wir hier den Datenspeicher auch zusätzlich brauchen. Das wird sonst irgendwann zu eng werden, weil sonst, ich greife ja nur auf den Datenbankspeicher dann zu, den ich über die ganz normalen Full-User, Attach-User mit lizenziert habe. Greifbar geworden? Ja, Benno, was passiert denn, wenn dann nicht genug Speicher da ist? Da gibt es immer eine Meldung, habe ich mir sagen lassen, dass entsprechend hier das zu nahe geht. Ich habe es aber selber nie kennengelernt, den Fall, was dann passiert. Aber ich weiß, das hat mir Fasttrack an der Stelle gesagt, wird die Hand gehoben, Achtung wird zum Engpass. Und deswegen muss man das auf jeden Fall lizenzseitig auch im Vorfeld mit berücksichtigen, so einen kleinen Indikator auch wählen, wie viele Sales Orders gehen darüber und welche Auswirkungen hat das entsprechend, diese Transaktion. Ich habe noch eine kleine Frage von Peter. Das ist im Chat, habe ich gelesen. Mhm. Also ich lese einfach mal vor. Wenn ich auf meiner Webseite ein Kontaktformular anbiete und jeder Eintrag automatisch eine Opportunity im Sales wird, muss ich dann allen Besuchern meiner Webseite eine Lizenz geben? Ja oder nein? Mhm. Also Kontaktformular und aus dem Kontakt wird dann eine Opportunity. Ich hätte gesagt, nein, weil der Schreibende ist ja der Anbieter des Kontaktformulars. Brauchst du nicht, denn wir handeln externe anders. Externe, die nicht in deinen Prozess aktiv mitgestalten, waren wirtschaftlich mitgestalten. Die lizenzieren wir gar nicht. Soll heißen, du hast einen Kunden, so genau dieses Beispiel, was beschrieben ist, der Kunde tut ja nichts in deinem Prozess, wo er dich irgendwie unterstützt oder sowas. Er ist einfach nur Kunde und sagt, er braucht etwas. Das ist ja ähnlich wie einem wie einem Portal-Portal, nichts anderes. Das sind externe User, feel free, hat nichts mit Dynamics zu tun, die wir als Multiplexing berücksichtigen. Es ist anders. Auch wenn der im Portal eine Sales Order anlegt? Auch wenn der im Portal, die werden ja eh im Portal, also das Portal wird ja separat lizenziert. Dort sind ja anonyme oder dedizierte Kunden, die wir mit berücksichtigen. Das hat aber nichts damit zu tun, Hinblick auf Multiplexing. Es ist anders, wenn man so ein Vendor-Managed Inventory macht mit seinem Lieferanten. Der Lieferant tauscht Daten mit mir aus hinsichtlich Lagerbestand. Dann hat man etwas, das man entsprechend Multiplexing hat. Oder ich lagere einen Prozess aus, wie beispielsweise meine Finanzberatung oder mein Einkauf an irgendjemand Dritten, dann hast du auch das Thema Multiplexing, was die dann für mich dann entsprechend abwickeln in meinem Unternehmen. Steht aber im License-Guide an der Stelle mal drin. Ich hoffe, es passt so für deine Antwort. Wie sieht das mit so EDI-Schnittstellen oder so aus? Oder? Ja, EDIs erzeugen ja ganz normale Orders, also als Beispiel. Genau, also du hast einen Seeburger beispielsweise und da schreibt bei dir die EDI-Order ins F&O rein. Ja, ich muss gerade nochmal drüber nachdenken, muss immer kurz drüber nachdenken. Ist ein ganz klares Orderlines an der Stelle. Also wenn jetzt mal die Orders nehmen, ist es Orderlines. Mhm. Ja. Oder auch so ein Beispiel, was ich tatsächlich vor Corona, sage ich jetzt mal, auch auf den ganzen Veranstaltungen erlebt habe. Ganz viele hatten ja früher so Papierzettel, wo du dich als Lead oder so qualifiziert hast. Mhm. Und dann ging es irgendwann über zu Tablet mit Power App oder irgendwas, wo du dann deine Daten eingetragen hast. Das wäre dann eher so ein Webseitenfall oder es ist, wenn man die dann Frage, gibt für Marketing Permissions oder irgendwie sowas. Ist die Frage, wer was macht. Also müsstest du den Use Case vielleicht noch beschreiben. Also die Unterschrift, dass ich Marketing Permissions zustimme, die gebe ich ja immer als Kunde selber. Das muss ich ja unterschreiben als Kunde. Auf einer Messe oder so halt eben am Messestand. Nein. Das ist kein Multiplexing, sind externe Benutzer, also externe Organisationen, beschreibt es der License Guide. Da brauchst du nichts berücksichtigen. Nein. Ich habe es jetzt nochmal für Power Apps aufgemacht, weil wir natürlich da bin ich ja zu Hause im Bereich Business Applications. Ich mache das Fass Power Apps nochmal auf, weil das nochmal sehr interessant ist im Hinblick auch, und da kommen wir gleich zu Dual Write, wie es eigentlich damit aussieht. Und es ist so, das ist der Auszug aus dem License Guide an der Stelle, dass ein Power Apps User, wenn er mit der Power Apps Lizenz lizenziert ist, auch auf Non-Restricted Tables zugreifen darf in Dataverse.
Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis in Richtung Dual Write, das ist nämlich schon der Vorgriff dafür. Das heißt, es gibt im Dataverse einen Haufen voll Tabellen, die nicht restriktiv gehandelt sind. Und darauf kannst du als Power Apps User zugreifen. Es gibt aber auch eine gewisse Anzahl an Restricted Tables, wofür du, wenn du darauf zugreifen willst, eine dedizierte Dynamics 365 F&O, BC, was auch immer Lizenz brauchst, wo du entsprechend interagierst mit. Ein Restricted Table ist zum Beispiel, ich habe es unten verlinkt, eine Work Order. Wenn du eine Power App erstellst, als Beispiel, und greifst auf eine Work Order Table zu, dann musst du automatisch auch die Field Service Lizenz haben. Das ist die Konsequenz. Okay, wenn also zum Beispiel Lead oder Opportunity sind ja keine Restricted Entities mehr. Das heißt, da könnte ich mit einer Power Apps Lizenz, wenn ich das hier richtig lese, mit Create, Read, Update oder Lead, komplett alles drauf machen auf einem Lead oder auf einer Opportunity und bräuchte nicht die Sales Lizenz. Wenn sie non-restricted ist. Ich müsste jetzt nachgucken, ich habe das hier verlinkt. Genau. Ich habe tatsächlich letzte Woche mal nachgeschaut gehabt, was fällt alles unter Restricted und Non-Restricted, auch im Rahmen unseres Vortrages, den wir morgen halten werden, drauf. Und da fiel mir auf, dass halt eben in den Docs genau diese Tabellen nicht mehr als Restricted aufgeführt werden. Dann ist das so. Dann hast du mit der Power Apps-Lizenz das im Grunde genommen, ich sag mal so, das große Dataverse, worauf du zugreifen kannst und brauchst dir um die Umsysteme keine Gedanken zu machen, dass du irgendwie in die Multiplexing-Falle läufst. Wenn du bei diesen Non-Restricted Table bleibst, diese Restricted Tables für alle, die jetzt gerade zuhören, sind um die Bauchgefühl, ich habe vorhin mal durchgescrollt, vielleicht 30, 40 Stück. Sind aber auch schon durchaus sehr spezielle Tables dabei. Von daher weniger Angst haben, gucken, was restricted ist und der ganze Rest ist eigentlich gut. Da braucht man sich weniger Gedanken zu machen. Ich habe jetzt einmal auch noch den Ausschnitt mitgebracht. Wir fangen mal links an, was es eigentlich heißt, eine Power Apps Lizenz zu haben und worauf man zugreifen kann. Power Apps Lizenz bedeutet, dass man entsprechend auf die restricted Tables zwar zugreifen kann, aber du darfst sie nur read-only zugreifen. Das ist ganz wichtig, das zu wissen, weil für alles andere brauchst du, das haben wir ja eben gerade gelernt, eine dedizierte Dynamics 365-Lizenz der jeweiligen Applikation. Auf der rechten Seite ist die Fähigkeit mitgegeben, wenn du eine Dynamics 365-Lizenz hast, wir gehen jetzt mal gerade von Finance Operations aus, und wohlgemerkt, da schauen wir uns gleich auch noch an, was in der Fußnote drin steht, und hast einen Full-User, dann sind wir auf einmal hier drüben, Enterprise Applications, genau, sind wir da drüben, dann hast du auch gleichzeitig die Cloud Operations dabei, auch für die Restricted Tables. Das heißt, ganz wichtig, gucken, wie lizenziere ich im License Guide, welche Fähigkeiten hat er schon mitbekommen und was darf er denn an der Stelle eigentlich tun? Ja? Ich habe das hier nochmal ordentlich markiert. Warum? Weil wir auch über Multiplexing natürlich hier sprechen. Und Multiplexing heißt auch, wenn ich eine Dynamics 365 Applikation habe und habe aber unterschiedliche Environments in meinen Tenants, dann heißt das leider zwangsläufig auch, dass ich für jedes Environment, sei es eine Instanz 1, Instanz 2, Instanz 3 Environment habe und ich als gleicher Nutzer darin arbeite, aber nur einer ist gelinkt mit einer Dynamics 365 FO-Umgebung, dass ich aber zwangsläufig mehrere Lizenzen eigentlich bräuchte. Das ist das, was hier unten auch beschrieben ist. Also A, within the same environment. B, steht hier unten nochmal dediziert drin, für welche Lizenztypen ich überhaupt eine weitere Power-Apps-Fähigkeit hier mitbekomme. Soll heißen, das gilt hier für die Nummer 3, für eine Finance, Supply Chain, Commerce und so weiter, Lizenz, aber im Dual-Write-Kontext und nur, wenn ich ein Full-User bin. Denn hier oben steht die 1. Wenn wir uns mal die 1 betrachten, dann steht dort, dass ich hier keine Run-Standalone-App ausführen kann, wenn ich beispielsweise Activity-Member bin, Activity-User bin oder ein Team-Member. Ganz wichtig. Also genau hinschauen, steht im License Guide drin, sauber differenzieren, wie lizenziert wurde der jeweilige Mitarbeiter und welche einzelnen Aktivitäten er überhaupt ausführen darf oder überhaupt kann. Da habe ich jetzt tatsächlich nochmal mehrere Fragen eigentlich, aber ja. Eigentlich, die Hauptfrage ist, du sagst gerade Environment. Ja.
produktives Environment oder Sandbox? Weil ich kenne kein Projekt eigentlich mehr, wo es nur noch eine Produktivinstanz gibt, sondern bei ALM wird ja mindestens ein Dev-Test-Prozess-System aufgebaut. Also Environment meint ja an der Stelle ja hier auch dediziert für das Power Apps Environment, also Power Platform Environment. Ja, oder der, also genau. Du hast dort Dataverse Environment. Und egal, ob ich jetzt in der Power Apps irgendwie professionell als Partner oder auch als Unternehmen wahrscheinlich entwickle, habe ich ja nicht alle habe ich wahrscheinlich nicht nur ein Environment, sondern ich habe irgendwie ein Environment, wo ich drauf entwickle, dann teste ich die Sache und dann überführe ich die in meine Live-Umgebung. Also zumindest im Dynamics 365-Kontext würde ich davon mal stark ausgehen. Vielleicht sogar noch mehr als drei Umgebungen. Und aber auch im Power-Plattform-Bereich, wenn ich, je größer ich werde und dann vielleicht nicht nur Canvas-Apps, sondern auch Model-Driven-Apps oder so einsetze, denke ich, wird das ja auch ins ALM gehen. Und ich kann es nur so wiedergeben, wie es da hart drinsteht im License Guide, within the same environment as licensed Dynamics 365 Applications. Also wie sie entsprechend mit lizenziert sind. Ist das Dynamics 365 Application nicht für dieses jeweilige Environment gelingt, hast du natürlich dann mehrfache Lizenzierung eigentlich. Okay. Interessant. Ja. Und an der Stelle, Dual Write. Ich glaube, da passt es nämlich sehr gut zusammen. Man braucht für Dual Write, also für all diejenigen, die es vielleicht noch nicht gemacht haben, wenn ich jetzt beispielsweise hingehe und verbinde einen Sales mit einem Finance Operations oder einem Field Service, dann brauche ich die, oder dann ist es naheliegend, die Dual Write Technologie zu verwenden. Für Dual Write braucht man keine dedizierte Lizenz, um das alleine zu nutzen. Das sagt der License Guide erstmal grundsätzlich aus. Ist es aber so, und das schließt sich der Kreis eben gerade mit der Power App, mit der Power Apps Lizenz, dass Dual Write natürlich gegen das Dataverse connected und entsprechend hier, wenn ich Restricted Tables andocke mit Dual Write, alles gut ist, dann brauche ich keine weitere Lizenzierung. Ausgehend davon, was wir eben gerade gesehen haben mit der Power Apps Fähigkeit, die ich mit der F&O-Lizenz auch erwerbe. Aber wenn ich natürlich hingehe und sage, ich verändere oder will auf die entsprechenden Restricted Tables zugreifen, wie zum Beispiel so einen Invoice-Process, dann brauche ich eine dedizierte Lizenz. Ja, also das Beispiel wäre jetzt, ich habe hier einen, das ist eigentlich an der Stelle eigentlich umgedreht, ich habe als Sales-Mitarbeiter, als Sales-User, möchte ich, warum auch immer, den Invoice-Prozess in Finance Operations anstoßen, brauche dafür das Restricted, greife auf die Restricted Table zu, dann brauche ich eine dedizierte Finance-Lizenz. Das heißt aber, wenn ich mir jetzt die Standard-Dual-Write mit den Standard-Dual-Write-Mappings angucke, brauche ich keine Multiplexing-Lizenz, weil das sind ja alles Non-Restricted Tables. Wenn ich mir die Tabellenliste, die ich gerade so gescannt habe, mal anschaue, weil Sales Orders ist keine Restricted, Quotes sind keine Restricted, Company nicht, Account nicht und so weiter. Sobald Work ich Order, aber, also Work Order wäre es ja. Ich habe ja vorhin. Ja, genau, da wollte ich gerade hin, Benno, da wollte ich gerade hin. Jürgen, wenn ich unser Problem, was wir ja intern diskutieren, richtig im Kopf habe, setzen wir ja dort auf CE-Seite die Work Order ein, die wir in die Sales Order im FNO rüber kopieren durch Dual Write. Das heißt, hier komme ich ins Multiplexing, weil wir die Work Order verwenden. Also, ja. Frage an mich oder? Wenn man eine Feature. Ja, grundsätzlich also, Frage auch gerne an dich, Benno, was du dazu sagst. Ja, also ganz klar. Wir gehen hier mal drauf auf die Restricted Tables. Achtung, ich schiebe das mal jetzt gerade hier hoch. Ich glaube, ihr seht das auch mittlerweile. Ja. Ich scroll mal, also. Die Tabelle ist so aufgebaut, dass für alle samt, hier steht dann letztendlich die Tabelle und welche Lizenz erforderlich ist. Gewisse Teile, das sagt ja hier oben aber das Dokument selber aus, sind schon veraltet, weil es gibt ja noch Kunden, die nach dem alten Lizenzmodell lizenziert sind, von daher sind die auch noch aufgeführt, da nicht verwirren lassen. Aber wenn ich hier, ich schalte mal auf Englisch, Entschuldigung, in US. Na gut. Dann sehe ich hier unten Work Order für all diejenigen, die jetzt gerade in das Thema Field Service drin sind. Da steht drin, für die rechte Seite, du musst noch Field Service lizenziert sein, um das zu tun. Oder die anderen zwei Dinger, aber die sind ja mittlerweile abgekündigt, außer für die. Das ist ein folgendes Szenario. Genau, aber wir haben im
CRM, also in Dataverse, verwenden wir mit 100 Usern die Work Order, die wir dann ins F&O rüber synchronisieren, in die Sales Order. Was müssen jetzt diese 100 CRM-User für eine F&O-Lizenz haben? Müssen die eine haben oder müssen die keine haben? Du sagst nochmal, die CRM benutzen die Work Order. Ja, genau, die benutzen die Work Order. Also das Field Service benutzt die Work Order. Das typische Szenario ist ja, die Field Service User, du hast Leute, die mit der Mobile App Field Service unterwegs sind, keine Ahnung, Hausmeisterdienst oder sonst was, ja, die du losschickst, Aufzug warten etc. Aber aus der Work Order selber, dann nimmst du Produkte auf, stellst Mengen um von dem, was du halt eben vor Ort machst. Ja. Und das willst du danach ja dann auch tatsächlich in Rechnung stellen dem Kunden und erzeugst dann quasi in F&O Sales Order und Invoice. Ja, aber du schießt ja nicht die Work Order drauf. Also deswegen... Wäre das kein Multiplexing. Ja, genau. Also ich muss es selber nochmal nachgucken, aber du schiebst ja in Dual Write nicht die Work Order rüber. Ich schaue mal gerade parallel Dual Write. Field Service Integration... In Field Service gibt keine native Integration, deswegen da muss man halt eben selber was bauen, um halt eben die Integration herzustellen. Da ist der Prozess noch nicht so ganz 100%. Sure, dass wir für... Also dann habt ihr es versteckt. Also für Customer Service und für Field Service, für die Cases und so beispielsweise auch nicht. Aber ich meine für... klar, für Sales haben wir, für Prospect to Cash ist klar, aber für Feed Service doch genauso, weil es doch klar haben wir für Feed Service auch Dual Write, weil das ja auch je nach Szenario auch mit dem Warehouse zusammenarbeitet. Ja, aber nur die Kunden und die Purchase Orders, aber nicht die Work Orders. Ja, das meine ich. Das ist die Frage, was drüber geht. Ich müsste jetzt im Detail gucken, was wir. Also laut Mapping gibt es keins für Work Orders. Es gibt eins für Purchase Orders, was aber auch für Project Operations zum Beispiel interessant ist. Ja. Aber es gibt jetzt keine Integration für CE Work Order in Richtung zum Beispiel Service Order im F&O. Da haben wir bei einem Kunden halt eine Lösung aufgesetzt, die Work Order in Richtung Sales Order synchronisiert. Und dort stehen wir nämlich gerade an der Diskussion wegen dem blöden Multiplexing, weil wir auch mal auf der linken Seite 1000 User haben oder auch mehr, die jetzt laut aktueller Aussage auch für F&O zertifiziert werden müssen. Schick mir das nochmal rüber gerne, so per E-Mail, auf meine E-Mail-Adresse bennobender@microsoft.com, und dann schaue ich mir das nochmal an, weil ich muss es dann nochmal dediziert, oder wir machen noch eine kurze Session nebenbei, ich muss mir nochmal dediziert angucken, was ihr da gemacht habt, dann kann ich es dir besser, glaube ich, sagen. Ich glaube, Jürgen, da sollten wir einen Call mit dem Benno machen, das ist einfach. Ja, ganz easy, also gar kein Problem. Ich muss mir nur angucken, weil Dual Write bin ich natürlich auch im Thema, aber da kannst du natürlich auch jeden Tag neue Updates haben. Von daher, lass uns da gemeinsam drauf gucken. Also, das ist ganz, ganz wichtig. Restricted Tables ist das Maß der Dinge, ob man das Umsystem sowohl auf der einen Seite Richtung CE als auf der anderen Seite Richtung F&O mit berücksichtigen muss oder nicht. Und das ist, wie gesagt, einmal hier aufgelistet. Da habe ich noch mal eine Frage, weil da habe ich eine etwas anders lautende Information gehört. Das ist der License Guide. Das ist rauskopiert. Weil wenn man zum Beispiel Dual Write jetzt einsetzt und tatsächlich dieses Thema, ja, sind es im CE lizenziert mit Sales oder irgendwas anderem, also richtig, da nehme ich 365 CE Lizenz und haben F&O angebunden über Dual Write. Und jetzt gibt es ja relativ, naja, seit einem Jahr ungefähr, dreiviertel Jahr, das Global Address Book. Ja. Was automatisch, sage ich jetzt mal, alle Kontakte, Accounts, Adressdaten zwischen den beiden Systemen synchronisiert. Ja. Aber Account und Content sind eigentlich keine Restricted Entities. Das heißt, ich kann trotzdem rein mit meiner Sales-Lizenz oder aber auch sogar mit einer Power-Apps-Lizenz Kontakte und Accounts anlegen, Adressen pflegen auf Dataverse-Seite, ohne dass dann dafür eine Multiplexing-Lizenz verfügbar wäre. Oder wäre das so ein Thema, weil ich schreibe ja automatisch immer Richtung F&O?
Also ist es kein Multiplexing, wenn für das Beispiel, was du gerade genannt hast, basierend darauf, und jetzt leiten wir das mal hier aus dem Leistungsguide ab, du gehst auf keine Restricted Table, da sind keine Accounts drin, wie du richtig gesagt hast, also brauchst du dir keinen Gedanken machen. Es ist ja auch so, das Dataverse ist ja die große, in Anführungsstrichen, die große Datenbank, und es wäre ja so, wir haben ja dieses Thema, das meinte ich ja einleitend, Microsoft hat sich ja diesem Thema Multiplexing ja auch an der Stelle schon angenommen, weil das wäre ja Wahnsinn, hinzugehen und zu sagen, auf einmal, da schneidet man sich natürlich auch selber ins eigene Fleisch, hinzugehen und zu sagen, ich habe einen Sales-User und auf einmal muss ich den auch komplett in Finance Operations mitzensieren, auch wenn er nur das eine, in Anführungsstrichen, diesen kleinen Account da schreibt. Und deswegen haben wir das ja hier weitergefasst. Ich glaube auch richtigerweise. Und das, was übrig geblieben ist, sind dann Restricted Tables aus Gründen, die kann ich jetzt gerade nicht nennen. Also weiß ich nicht, wie ich damit sagen. Okay. Aber nein. Solange die nicht in den Restricted Tables sind, und das ist der License Guide, den ich hier rauskopiert habe, brauchst du keine Gedanken, um Multiplexing zu machen. Dann noch Entschuldigung, in Kombination mit diesen beiden Systemen. Wenn du jetzt natürlich hingehst und nutzt das für irgendwas anderes, also du schiebst die Dataverse-Daten mit einem SAP zusammen und die schreibt wieder rein, das ist natürlich was ganz anderes. Wir gucken jetzt ja gerade nur auf F&O und CE-Seite. Genau. Noch eine andere Frage, ist zwar jetzt nicht Dual Write, aber wir hatten beim letzten Vortrag im Januar das Thema Vergleich Dual Write versus Virtual Entities. Die Virtual Entities erlauben, da gibt es ja auch diese Solution im Endeffekt, die F&O mit Dataverse verbindet und die erlauben ja jetzt auch Create, Read, Update Berechtigungen. Wie sieht es denn damit aus? Hast du da auch eine Slide für? Habe ich nicht. Ich habe mich mit Virtual Entities noch nie damit auseinandergesetzt. Müsste ich also selber im License Guide mal nachlesen. Okay. Wie sich das dort verhält. Also, aber wie gesagt, License Guide wird definitiv, also definitiv will ich nicht sagen, aber wird was drinstehen oder schließt sich aus den anderen Themen. Aber ich habe, wie gesagt, dadurch, dass ich das Thema Virtual Entities bisher nicht hatte, bisher auch nicht betrachtet. Genau. Aber können wir gerne auch noch. Gefühlsmäßig würde ich jetzt sagen, du brauchst auch eine ganz normale Lizenz, weil sonst könntest du ja wieder über eine Hintertür ja, Sachen machen, die du eigentlich nicht machen dürftest. Ja, immer vorausgesetzt, ich bin im CE oder in der Power-Plattform, also ich gehe mal bei Dual Write, gehe ich mal davon eine CE-Lizenz aus als Basis. Einfach auch, damit die Tables entsprechend synchronisiert sind. Aber auch da wäre ja die Frage, Quote, Sales Order sind ja nicht entsprechend restriktive Entities. Die müssten über hier, wie heißt es, über Virtual Entities ja dann möglich sein, rein theoretisch. Ich kann es nicht sagen, also fairerweise. Ja. Können wir gerne dann im Nachhinein nochmal aufgreifen, da kann ich mich gerne belesen, weiß es aber nicht. Das ist, glaube ich, die erste Aussage. Alles andere wäre, glaube ich, auch nicht seriös an der Stelle. Okay, super, danke. Dann hätte ich noch eine Frage, wenn wir jetzt über Dual Write, CRM, ERP sprechen. Und lass uns mal in Richtung Project Operations gucken. Project Operations habe ich ja die Möglichkeit, sowohl ERP-seitig als CRM-seitig mir Projektfunktionalitäten zu nehmen. Wenn ich ins ERP-System in die User reingucke und gucke mir so einen Project-User an, muss ich den ja auch für Project Operations zertifizieren, obwohl der nur im ERP-System unterwegs ist. Hat sich geändert. Geändert. Es gibt ja das. Weiß ich auch nur, weil ich zufälligerweise mal vor ein paar Monaten drüber geguckt habe. Wir haben ja das Thema, in Finance Operations gibt es ja noch in Anführungsstrichen Project Management and Accounting. Genau. Und es gibt das Project Operations auf CE. Jetzt ist es so, Microsoft hat das alles rausgezogen, lizenzseitig. Es gibt nur noch ein Project Operations. Ja. Und du kaufst einmal die Lizenz, Benno Bender bekommt Project Operations und was ich einsetze, ob ich den CE-Teil oder den FO oder beides zusammen nutze, ist vollkommen egal. Okay, das ist gut. Deswegen, das also nur noch die eine Lizenz, Project Operations, steht auch im License Guide drin. Wenn man nicht genau darauf hinschaut, dann hat man das überblättert, aber es ist komplett daneben gestellt, lizenztechnisch. Aber das heißt ja, wenn ich jetzt einen Kundencase habe, dem verkaufe ich ein ERP-Projekt und sage, du möchtest für deine internen Finanzierungsprojekte das Project Management und Accounting einsetzen, braucht er eine Finance-Lizenz und eine Attached Project Operation. Nee, Project Operations nur. Weil Project Operations kennt ihr dann auch den Accounting-Part. Ah, okay.
Deswegen, also wichtig ist, auch den Fall hatte ich heute mit der Kollegin besprochen, wenn du die Project Operations Lizenz kaufst, dann hast du, wie gesagt, den CE-Teil, du kriegst aber auch gleichzeitig die F&O-Umgebung dabei. Ja, das war jetzt, mein Gedanke war jetzt der, wir verkaufen nur ein ERP-System und nutzen die Project Management Lizenzen. Ich sage mal, heute ist es häufig so, dass manche davon ausgehen, ich brauche eine Finance oder eine Supply Chain Lizenz oder eine Kombination aus den beiden. Auch wenn wir das Projektmodul verkaufen, sage ich, nein, du musst bei dem Projektmodul die Project Operations Lizenz verkaufen. Genau, du musst die Project Operations und dadurch hast du auch die Fähigkeit, das Thema Accounting mit drin zu haben. Okay, gut. Genau, also das Leistungsguide nochmal beschrieben. Ist ja für Studieren, für den die Scheiße. Ja, ich will jetzt nicht so sagen, aber definitiv muss man da immer wieder up to date sein. Ich gucke mir am Ende, ich sag mal, wie ich es mache, ich gucke mir nur die Zusammenfassung an, was hat sich geändert. Das reicht schon. Ist ja in der Regel immer nur eine Seite. Davon ist die Hälfte einfach nur irgendwas geupdatet, irgendwas klarer gestellt. Und der Rest ist dann vielleicht das eine oder andere Neue. Dafür musst du auch schon das Basiswissen vorher haben. Ja. Wie habe ich es mir angeeignet? Immer, ich hatte den jeweiligen Case dann irgendwann und habe dann gesagt, okay, ich muss mich irgendwie damit befassen. Und auch da nochmal, License Guides sind wichtig, aber man muss auch durchaus beide License Guides, jetzt wenn wir auf Power Plattform und Dynamics 365 schauen, man muss beide auch durchaus nebeneinander legen, weil das eine ergänzt das andere. Ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich die Aussage, dass Multiplexing sich jetzt nicht nur auf ERP bezieht, sondern eigentlich auf jegliches Produkt, was ich dort in meinem Projekt einsetzen möchte. Egal, ob es eine Third-Party-Lösung, eine Office-Lösung, eine Business-Applications-Lösung ist. Ich muss eigentlich dieses Multiplexing immer irgendwie mit im Kopf haben. Genau. Das ist, glaube ich, das Thema, was die meisten gar nicht so auf dem Radar haben. Ja. Und ich will hier auch gar nicht, ich gucke gerade, was danach noch kommt, ich will gar nicht... was ist eigentlich die Konsequenz daraus? Ich will gar nicht hier die Angst schüren, sondern es ist als erstes, der Kunde ist nicht compliant. Der Kunde geht Lizenzverträge mit Microsoft ein und wenn wir von einem Universal Term reden, dann ist das erstmal die Grundbasis, nicht irgendwie dediziert für ein Produkt, sondern für alle Produkte. Und der Kunde hat da grundsätzlich etwas, ein Compliance-Problem. Für Deutschland, ich bin da aber selber, ich weiß nur, dass es das gibt, da gibt es das Thema Geschäftsführerhaftung, das zahlt da darauf ein, was man daraus rechtlich macht, da bin ich nicht firm da drin, ich sage nur, deswegen ist es definitiv ein Thema, was man ansprechen muss, denn der CIO, wie sie alle heißen, CFO, CDO, CEO, letztendlich irgendeiner hat auf einmal ein Problem, wenn dieses Thema auftrifft. Ja, und das sollte man schließen. Und das hängt eigentlich mit dem zweiten Fakt zusammen, dass dieser Vertrauensverlust, und ich habe vorhin ja von diesen Projekten auch erzählt, wo der Partner 20, 30 User verkauft und auf einmal geht das Projekt live und auf einmal kommt das Multiplexing-Thema auf den Tisch. Dann hast du ein Problem. Dann hat nicht nur der Partner ein Problem, sondern auch Microsoft hat auf einmal ein Problem, weil der Partner auf einmal bei uns klingelt und sagt, hey, wir wussten nichts von Multiplexing. Und wir sagen, steht da schon seit 100 Jahren. Das kriegst du nur bedingt gekittet gegenüber dem Kunden, weil der Kunde sagt, ich kann es gar nicht wissen. Wie denn auch? Natürlich ist der Kunde in der Verantwortung, sauber lizenziert zu sein. Keine Frage. Aber wir sollten ihm definitiv auch die Hilfestellung geben, richtig lizenziert, die Möglichkeit zu haben, auch richtig lizenziert zu sein und ihm zu sagen, okay, das sind die Konsequenzen, wenn wir das und so machen. Und das bringt mich eigentlich auf den dritten Punkt. Die technischen Abhängigkeiten. Das, was ich auch gesagt habe, hey, dann da bindet der Partner ein, es ist nebenbei nicht immer der gleiche Partner gewesen, von dem ich hier spreche, sondern immer unterschiedliche. Der Partner bindet auf einmal eine Third-Party-Application im Vorfeld an, da schreiben irgendwelche Service-Mitarbeiter in das Finance Operations rein, nutzen nicht OData oder das Integration Framework und auf einmal hast du eine Baustelle. Nicht nur eine technische, nicht eine kommerzielle, weil wir nicht nach Orderlines lizenzieren können, sondern eine technische, weil die Performance auf einmal in die Knie geht, worauf wir nicht achten können, weil wir das nicht mitbekommen. Und diese drei Dinge sind aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, auf jeden Fall mal drüber nachgedacht zu haben, über die Konsequenzen. Und es ist natürlich so, es ist kein einfaches Thema und es ist definitiv auch ein Thema, wo man sich durchaus auch gerne wegduckt. Das ist mir auch klar. Habe ja auch das Partner-Business 10 Jahre mitgemacht, hilft aber am Ende auch gar nichts.
hilft nichts, weil der Punkt 1 da steht, dass der Kunde auf einmal nicht compliant ist. Mit allen Konsequenzen da draus. Das kann, da bin ich aber nicht Firma drin. Ich kann nur sagen, dass er da auf jeden Fall mit dem Vertrag nicht ganz sauber ist. Ja, bis zur Existenzbedrohung gehen, wenn sein muss. Wenn ja, er auch mal nachlizenzieren muss, dann wird es ja spannend. Ja, ich will es jetzt gar nicht aufbauschen. Ich sage nur, nee, alles gut. Ja, ihr versteht, was ich meine. Und ich habe was mit einem Statement von dem Charles Lamana. Andreas hat es vorhin auch gesagt, CVP für Business Apps und Power Plattformen. Ich habe das mal rausgeholt, kann man, auch der Link ist da drin. Der beschreibt es eigentlich so, dass, also die Frage ist, wann ist es Multiplexing? Wenn es sich unnatürlich anfühlt und man sozusagen die Systeme umgeht, ja, dann sagt er, das ist Multiplexing. Ist nebenbei ein interessanter Artikel, den er auch da, das ist ein Artikel letztendlich, wo Fragen, Antworten gestellt werden. Das kann man sich mal reinziehen, kann man mal drüber schauen, ist ganz interessant. Aus meiner Erfahrung, was ich eigentlich schreiben würde, ist, ich habe es auch da reingepostet, wenn du glaubst, dass es Multiplexing ist und du denkst nur kurz mal drüber nach, dann wird es in 95% der Fälle auch Multiplexing sein. Das ist meine Erfahrung. Und das größte Hindernis ist eigentlich, oder man sucht immer so den Ausweg und sagt eigentlich, ey, das kann doch gar nicht so sein. Aber es ist einfach so, wenn du den License Guide nimmst, da steht etwas drin und da haben sich ja viele Leute auch Gedanken gemacht, da steht eigentlich schwarz auf weiß. Und trotzdem gibt es dann immer durchaus Menschen, das ist ganz, ganz legitim, und sagen, ja, das kann doch, für diesen Fall kann das auch gar nicht zutreffen. Ja doch, es ist so. Und das will ich eigentlich an der Stelle einfach nur mal mitgegeben haben. Ich hatte die Woche auch nochmal einen ganz anderen Fall, wo ich mir selber die Frage gestellt habe, ist das Multiplexing oder ist es kein Multiplexing? Und ich gebe es auch gerne mal in die Runde, wie ihr das seht. Das passt eigentlich zu diesen, vielleicht die 5%, wenn man in F&O die Währungskurse einliest. Ist das Multiplexing oder ist es kein Multiplexing? Und, das war die erste Frage, die ich mir gestellt habe. Und die zweite Frage ist Thema Lohn und Gehalt. Wenn der Mitarbeiter, der externe Mitarbeiter, Lohn und Gehalt, sich die Daten holt aus dem Finance Operations, die, wo Lohn und Gehalt dann extern läuft, klar, haben wir ja nichts, ist das Multiplexing. Wer möchte? Frage 1, Währungskurse. Frage 2, Lohn und Gehalt. Beide Male Multiplex. Beide Male brauche ich auf jeden Fall eine Lizenz für Dynamics. Eine Finance-Lizenz, hätte ich gesagt, ja. Bei dem... Weil Kurse eintragen ist der Finanzler. Also wir reden von der Funktion. Also wir reden von der Funktion, in F&O Währungskurse einzulesen. Also wo wir die Bank letztendlich, wir haben ja die Zentralbank, die wir andocken, und die schreibt ja dann Daten oder wir holen uns die Daten ab. Ist das Multiplex oder keins? Ja, das ist automatisch. Mein Bauchgefühl sagt, für diesen Fall, ich bin mir ein bisschen unsicher, aber mein Bauchgefühl tendiert dazu, dass es kein Multiplexing ist. Weil es im Vorfeld jemand ist, eine Bank, mit der wir nichts zu tun haben, wie ein externes, wie eine externe Organisation, und schreibt bei uns rein. Und wir nehmen diese Daten einfach nur auf. Ja, aber wenn ich dein Beispiel von am Anfang nehme, ja. Ich gehe jetzt auf die Webseite, habe jetzt diese Integration nicht und tippe die Daten da einfach rein, dann brauche ich einen Finance-User. Also ich rede nicht von dem, also ich rede nicht von der Person, die den Link setzt zur EZB. Ja, ich glaube, wir alle wissen, über welche Funktion ich rede. Ja, also, dass der Mitarbeiter den EZB-Link da aktiviert und sagt, hol mir die Daten rein, das ist klar, dass er einen Finance-User braucht. Aber ob die Bank in irgendeiner Weise hier ein Multiplexing-Szenario darstellt, darüber habe ich nachgedacht. Und meine Antwort ist darauf, nein, weil die Bank als externe Organisation keinen Einfluss auf meine warenwirtschaftlichen Prozesse hat und deswegen einfach nur als externe Organisation betrachtet wird und deswegen kein Multiplexing entsteht. Aus Sicht, wenn ich den Fokus auf die Bank lege. Und bei Lohn und Gehalt, da bin ich bei euch, das ist ein Finance-User. Wenn der Mitarbeiter sich die Daten aus entsprechend Finance Operations holt, die Mitarbeiterdaten, die einmal rüberholt in Lohn und Gehalt, ich glaube auch, dass es dort eine gewisse Grauzone gibt, wie viele Partner das berücksichtigt haben oder wie viele Kunden. Weil das hat man ja auch in ganz vielen Projekten. Ja, soweit von meiner Seite aus. Ich mache mal jetzt den Screen mal wieder aus. Als kleiner Überblick, ich mache die Kamera wieder an, über das Thema Multiplexing, sicherlich ein spannendes Thema, wo man auch viel philosophieren will. Ich bin da auch irgendwie nur dazu gekommen, weil ich es halt auch immer wieder betrachten muss.
Nicht, weil ich es mir, weil es mir aufgedrückt wurde, sondern oder weil ich es unbedingt machen will, sondern weil ich einfach die Notwendigkeit sehe und das gegenüber dem Kunden das anzusprechen. Ich kann auch da von einem ganzen vom Projekt reden. Wir hatten mal einen Vertriebscase und da war ein anderer Partner auch dabei und der hat das Thema Multiplexing gar nicht betrachtet. Und ich habe dem Kunden dann gesagt, dem Interessenten in dem Fall, gesagt, hier, nee, du hast eine Lagerwirtschaft, eine externe, die binden wir an. Das ist Multiplexing, denn die arbeiten mit Scannern, die arbeiten mit unseren Artikelnummern, die buchen irgendwas bei uns wieder zurück. Und das war für ihn dann die Entscheidung zu sagen, hey, ihr seid auch der richtige Partner, weil ihr genau diese Themen mit berücksichtigt habt, keine Frage. Es ist aber auch natürlich so, und da brauchen wir uns auch alle nichts vorlügen, wenn wir das Thema natürlich aufmachen, dann hat das natürlich auch immer einen kommerziellen Charakter. Das heißt, das Volumen wird definitiv nicht kleiner. Du schießt dich ja eventuell schon von Anfang an raus, wenn du dieses Multiplexing betrachtest und berücksichtigst. Die Frage ist, Jan, wann machst du das dann irgendwann? Bin ich bei dir, bin ich voll und ganz bei dir, aber ich stelle mir gerade die Szenarien auch vor mit so einem LVS-System, mit den ganzen Scannern. So, die Leute buchen über einen Scanner. Ja, genau. So, also bei mir, User hat da 50 Leute rumrennen, ich muss die auch alle lizenzieren, die ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Ja, Activity-Geräte, genau. Ja, gut, aber ist ja egal, was war. Ich muss das mit berücksichtigen, auch wenn die eigentlich nur in der anderen Software arbeiten. Ja. Das ist trotzdem ein Multiplexing. Und ich glaube, das haben die wenigsten aktuell auf dem Schirm. Kann ich nur aus meiner Wahrnehmung mitgeben, weil ich kann das gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also du hast mir heute ganz gewaltig die Augen geöffnet mit deinem Vortrag. Vielen Dank dafür. Ja, gerne. Positiv und negativ, muss ich ganz ehrlich sagen. Also natürlich jetzt mal zu sehen, was ist das eigentlich alles, dieses Multiplexing, aber negativ auch, Scheiße, wo müssen wir das jetzt alles berücksichtigen? Was kann daraus entstehen an Diskussionen? Ja. Und du bist ja auch da technisch affin unterwegs, Jan. Auch da in Richtung Solution Architect, was ist, wenn man die falsche Entscheidung getroffen hat, also technisch die falsche Entscheidung getroffen hat, nur weil man das Thema umgehen möchte. Deswegen immer angehalten, License Guide, auch wenn er schwierig zu lesen ist, unter das Kopfkissen zu legen. Ich mache die Session ja auch bei uns intern bei Microsoft für unsere Seller, weil das ist auch für uns natürlich nicht einfach und da kann auch nicht jeder up to date sein. Von daher sind wir ja auch anbedacht, natürlich auch unsere Cases da sauber zu halten. Aber ich gebe dir recht, das ist nicht einfach. Und du musst ja theoretisch jeden License Guide in der Hand halten. Du musst ja alle Microsoft-Produkte mit auf dem Schirm haben. Selbst wenn du hingehst und sagst, du machst jetzt irgendwas mit Outlook-Integration, du musst immer zumindest berücksichtigen, halt, was hat das für einen Einfluss auf das ERP-System, auf die Warenwirtschaft? Ja. Macht der da irgendwas? Muss ich Multiplexing berücksichtigen, ja oder nein? Das ist ja. Ich habe jetzt, Lufig weiß das, ich habe jetzt eine kleine Integration gebaut, auch mit einem Code-Chip zusammen, wo man Power-Apps in Outlook reinbringt und dann über die Power-App entsprechend Files-Operations-Daten anzeigt. Da musst du drüber nachdenken. Da musst du auf einmal nachdenken, dass so ein Outlook, ist ja cool, ist ja ähnlich wie ein BC. BC hat ja schon die native Integration, das ist ganz schick. F&O kennt das nicht, deswegen habe ich so ein bisschen nachgebaut. Und da musst du auf einmal nachdenken, dass der Mitarbeiter Outlook auf einmal, wenn er nur in Outlook arbeiten sollte, ja irgendwie auch auf diese Daten, die irgendwie im Dataverse oder in F&O liegen, ja auch irgendwie zugreifen muss. Genau. Also mir hat dieses Beispiel mit dem CEO eigentlich vorhin die Augen geöffnet, weil ich sag mal, das habe ich immer so gedacht, so der liest jetzt einfach nur Daten, die liegen sogar noch nicht mal im F&O, sondern liegen im Data Warehouse. Mhm. Aber trotzdem braucht der eigentlich eine Team-Member-Lizenz, weil der lesend auf Daten zugreift. Und das ist natürlich jetzt ein Ding, ich sag mal, ein CEO, die 8 Euro im Monat, die machen den Braten nicht fett. Nee. Aber wenn ich jetzt irgendwo hinkomme und ich habe irgendwelche Sales-Leute, die einfach nur Daten abfragen, weil sie gucken die aktuellen Umsatzzahlen sich an, whatever, und ich habe auch mal 50 Leute, das wird schon wieder interessanter. Und das ist ganz natürlich klar. Jetzt eine Aufgabe, sage ich mal, das immer sauber im Hinterkopf zu halten. Spannend neben den ganzen funktionalen Themen, wenn ich auf die Solution-Architekten gucke, weil ich sag mal, auf der einen Seite willst du natürlich gucken, was kann ich wo in welchem System machen. Und jetzt muss ich jedes Mal noch das Multiplexing mit im Hinterkopf behalten. Ja, interessant. Ja, auf alle Fälle. In die Richtung wäre jetzt auch meine nächste Frage gegangen mit dem Power BI, weil ich glaube, das ist so ein ganz häufiger Use Case, dass eine ganze Menge Personen, nicht nur den CEO, sondern eine ganze Menge User im Unternehmen gibt, die Power BI Reports konsumieren. Wo gegebenenfalls sie nach Größe des Unternehmens vielleicht nicht nur
ein Dynamics-System, sondern vielleicht gibt es verschiedene Vertriebslinien oder sowas. Oder es gibt ein CE und ein F&O. Wie sieht es denn da aus? Reicht dann eine Team-Member-Lizenz quasi, um alles abzudecken, wenn die Daten dann von, keine Ahnung, einem CE und einem F&O und vielleicht noch einem zweiten, anderen CE auf einem anderen Environment ins selbe Data Warehouse fließen? Ja. Das Data Warehouse ist das Ziel. Also der Team-Member, jetzt müssen wir ein bisschen einschränken, der Team-Member gilt ja für CE und FO. Ich sage einschränken, weil der Team-Member Business Central ist ja nochmal anders. Also mit dem Team-Member kannst du die gesamte Business-Applikationsform, Plattform, CE, also auch F&O bedienen. Da brauchst du jetzt nicht dediziert irgendetwas. Und wenn du wenn du zwar mehrere Tenants hast, wirkliche Tenants, ja, dann brauchst du natürlich doppelt, also mehrere Tenants heißt doppelt. Genau, das ist klar. Aber wenn du zwei CE-Environments hast, im Hinterkopf. Deswegen, Entschuldigung. Das Environment, das war zwar auf die Power Apps Lizenz in diesem Fall, aber Tenant, also im selben Tenant, aber mehrere unterschiedliche Environments, genau. Genau. Dann hast du, wie du es ja vorhin gesehen hast, mehrfache Lizenzierung. Das heißt, wenn ich einen CEO in einer Unternehmensgruppe habe, die in einem Tenant sind, für ihre drei unterschiedlichen Produktionshandelslinien unterschiedliche ERP-Systeme laufen habe, braucht der, um die kompletten Umsatzzahlen der Gruppe zu sehen, zwei Team-Member-Lizenzen. Ich muss gerade nochmal das Szenario auf. Also ich habe eine Gruppe, Unternehmensgruppe, ich habe eine Produktionsunternehmung, ein Handelsunternehmen. Aus die sind alle auf dem gleichen Tenant. Nee, sind aus dem gleichen Tenant. Aber aus irgendwelchen Gründen habe ich zwei ERP-Systeme dafür laufen. Technische Gründe, whatever. Ja. Die landen beide im Data Lake. Und da greife ich mit Power BI als CEO drauf zu und möchte mir die Umsatzzahlen meiner ganzen Gruppe angucken. Braucht der jetzt eine Team-Member oder zwei Team-Member-Lizenzen? Genau. Ich muss drüber nachdenken, erst wie viele FO-Lizenzen er braucht und wie viele Team-Member-Lizenzen er braucht. Ich nehme das mal mit. Einverstanden, Jan? Ja, alles gut. Aber das sind natürlich Situationen. Ich habe jetzt auch einen Kundencase. Mutterfirma im gleichen Tenant hat System. Jetzt diskutieren wir, kriegen die neue Firma, geht die aufs gleiche System oder auf ein anderes System? Gibt natürlich Gründe für beides, sage ich mal, in beide Richtungen. Aber was bedeutet das nachher gerade für solche Abfragen bei Usern, die auf beide Systeme zugreifen. Ja. Nehme ich mit. Also können wir gerne weiter diskutieren. Ich muss ja auch erstmal sacken lassen, welche Konsequenzen das hat. Also wie gesagt, das ist ja sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Aber finde ich eine spannende Fragestellung an der Stelle. Also irgendwie macht sich da gerade für mich ein ganz großes schwarzes Loch. Ja, also mal bezogen auf das, was ich da selber hingeschrieben habe, wenn du kurz mal drüber nachdenkst, eine Sekunde, ist es Multiplexing oder nicht? Und das Bauchgefühl sagt ja schon, es sei so. Ja, 95%, ne? Genau. Ich guck da gerne nach, Jan. Also ich nehme mich gerne da an, weil ich es auch einfach spannend finde, wie die Reise hingeht. Aber ich bin überzeugt davon, dass Microsoft dann in den nächsten Jahren da auch nochmal und alle anderen Hersteller, aufgrund dessen, dass wir in der Cloud sind und man ja auch sagt, du sollst alles integrieren und man macht es dann, auf einmal hast du natürlich diese Multiplexing-Szenarien, dass man darauf auch eine gute Antwort finden muss in der Zukunft. Ja, sonst macht man sich ja selber das Leben nur schwer, ne? Man sagt auf der einen Seite, hey, ich will alles geil integrieren, es funktioniert alles schön, aber es kostet dich dann halt anstatt den Golf, kostet sich dann den Rolls-Royce. Ist dann schwierig zu argumentieren. Das wollen wir ja auch nicht. Also ganz wichtig hier auch die Message, Microsoft will ja hier nicht den Kunden mit Ach und Krach alles so machen. Also natürlich haben wir da unsere License Guides, License Terms und sowas, ja. Aber wir wollen ja auch den Kunden am Ende für uns gewinnen. Und da wird man ja immer einen passenden Weg finden, sagen wir mal so, in dieser Form, uns jetzt mal so ein bisschen nebulös zu halten, eine passende Form finden, dass man immer noch zu einem Projekt kommt und nicht über kommerzielle Dinge sich da unterhält und streitet. Benno, weißt du, was lustig wäre? Wenn es eine Prüfung geben würde zu dem License Guide. Ja, kannst du durchfallen. Oh mein Gott, wie viele Leute da wohl durchfallen. Ich glaube, da würden 80% durchfallen. Ja. Ich glaube mehr. Ich glaube, da würden knapp 100% durchfallen, weil das ist ja wirklich ein Szenario. Also du merkst ja jetzt schon allein über die Szenarien, die wir hier im Moment sprechen, die wir so ein bisschen uns aus dem Bauchgefühl herausziehen und und konstruieren. Wenn da natürlich in so einer Prüfung eine Dings drin ist,
Da fallen viel mehr durch. Also da gehen die meisten baden, weil das ist ja Wahnsinn. Selbst jemand wie du, Benno, der sich da schon sehr intensiv mit beschäftigt hat. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, License Guide habe ich immer so ein bisschen für mich eigentlich an der Seite gelassen. Aber ich merke jetzt immer mehr, dass du dich selbst als jemand, der nur Technical Sales macht, trotzdem damit beschäftigen musst, dass du da in dem Moment, wenn du sagst, das ist die Lösung für den Kunden, die habe ich so angedacht, gleich sagen musst, ja, und du brauchst tak, 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 die Lizenzen, weil Multiplexing, weil das, weil dies, weil jenes. Das ist schon ein Wahnsinn. Das ist so. Also ich bin ja auch TS, also im Preset ja auch unterwegs. Und es ist so. Also dadurch, der Seller kann das ja auch nur bedingt noch handeln. Und ich bin der Überzeugung, dass du als TS, als technische Ressource da auch mit unterstützen musst, zumindest für die Produkte, die du auch selber präsentierst, für die du auch selber verantwortlich bist. Und das sowohl auch, weil, wie soll denn der Seller das beurteilen, ob du jetzt Datenbankspeicher wegen Orderlines brauchst oder nicht, wie soll er das tun? Das kann er gar nicht. Der soll den ganzen Tag unterwegs sein und Projekte ranholen und Unterschriften, und deswegen braucht es eine weitere Ressource aufgrund der Komplexität, die da einfach da ist. Und das kann nur eine technische Ressource sein, weil du dich darin am besten auskennst, um zu gucken, was bedeutet das eigentlich. Und ich sage mal so, Beispiel, wie groß wird die Datenbank ab gewissen Transaktionen, das kannst nur du abstrahieren. Ja, wer soll es sonst machen? Ich springe hier immer ganz kurz rein. Wir haben noch Jan, Ludwig und ich stellen hier gerade ganz viele Fragen. Wir haben noch andere im Call, deswegen mal die Frage in die Runde. Kommen von eurer Seite Fragen? Passt das so für euch? Einmal kurz die Möglichkeit. Ich glaube, die Heidi hatte eine Frage gestellt. Hatten wir die schon beantwortet mit den General Journals? Nee, genau. Und Claudio schreibt gerade auch noch was. Ja, okay. Bist du die von der Heidi, Benno? Ich mache es gerade auf, ich schiebe mal gerade. If I have a power app that makes general journals, is there a difference if the persons who make the memos in the app, the memo to D365's finance send, or if there's an approval in the app and the approver sends the memo to the D365? Warte. Ich habe nur die Hälfte gerade. Also im Endeffekt eine Vorerfassung in einem Journal, was nicht in ERP ist. Das Ergebnis landet nachher im ERP. Ja. Macht das einen Unterschied, ob der Erfasser oder der Approver übermittelt? Der Erfasser oder der Approver? Also Beispiel, du erzeugst irgendwo im SharePoint eine Liste, wo jetzt ganz viele Journaleinträge drinstecken. Das sind 100 Leute, die da erfassen. Und du hast 20 Approver. Wie musst du jetzt lizenzieren? 100 Erfasser oder 20 Approver? Ach so. Also je nachdem, wer dann nachher rüberspielt, ne? Das ist natürlich die Frage, wahrscheinlich. Ja, Moment, du hattest den Begriff eben gesagt. Na, von dem, was ich in der Vergangenheit jetzt gehört habe, wären das alle, die lizenziert werden müssen, weil der Approver wird ja sonst nur als Pooling-Lizenz gelten, weil derjenige, der die Daten erfasst hat, initial war ja derjenige, der es eingegeben hat. Genau, also du bist eigentlich bei allen. Bei 100 Usern. Mein erstes Bauchgefühl sagte, du bist bei allen, weil du genau dieses, du machst ja eigentlich letztendlich nichts anderes als ein Pooling da drauf. Für alle diese Szenarien, wo du darüber nachdenkst, ich versuche das zu vereinfachen mit einem anderen Tool, mit einer Vorerfassung in Excel, wo auch immer, gleich immer Multiplexing, weil das Ergebnis landet drüben und. Ja, das ist. Genau, das ist, du änderst nichts an dem Konstrukt. Das ist zwar schön, dass man sich darüber Gedanken gemacht hat und das irgendwie technisch reduziert, bis hin zu, was ich auch sagte, mach Power Automate und der schickt alles rüber, ändert nichts daran. Aber also hast du eigentlich, wenn ich mal ganz blöd sagen darf, wenn ich jetzt die Power-Plattform mal nehme, eigentlich nur die Möglichkeit, damit eine User-Experience zu schaffen und das System einfacher zu bedienen. Aber es befreit dich nicht von der Lizenzthematik, die brauchst du trotzdem. Ja, also genau. Ich hatte gerade mal nachgeguckt parallel. Auch im Hinblick, wie gesagt, auf den Vortrag, den Jan und ich morgen haben, CRM Lite auf Basis der Power Apps Plattform. Es ist tatsächlich nur aus dem, was ich klassisch im Sales-Bereich verorten würde an der Lizenz, zum Schluss der Invoicing-Prozess drin und Goals. Aber komplett alles, was Contact, Account, Lead, Quote, Opportunity angeht, alles das geht mir frei mit der Power Apps Lizenz. Ja. Jetzt wäre die eine Frage, die Tabellen, das sind ja
heißt ja auch, glaube ich, Complex Tables. Da ist ja auch Logik drauf. Die kommen überhaupt nur auf mein Data Restricted Work, Tables, wenn ich mindestens eine Sales-Lizenz habe. Dann und quasi Sales installiere, dann habe ich zum Beispiel erst Lead und Opportunity drauf. Die sind ja im normalen Dataverse nicht dabei. Ja, also mit Dual Write als das Beispiel, wir hauen da ja unglaublich viel an Logik, neuen Feldern, Tabellen von F&O ja auch rüber. Also wenn das Dual Write Package mal F&O spezifisch jetzt mal gerade betiteln. Genau, wenn ich Dual Write installieren will auf einem Dataverse, brauche ich doch auch mindestens eine Sales Instanz. Zumindest habe ich es bislang nicht hinbekommen, mit einer reinen Dataverse-Instanz, wo kein Sales drauf ist, das Dual Write zu aktivieren. Da gab es immer. Zu aktivieren, ja, du brauchst, also naja, ob das jetzt an Sales hängt, da bin ich mir gar nicht sicher. Du brauchst ja eine CE-Lizenz. Eine CE-Lizenz auf Dataverse, weil das Environment wird ja auch anders bereitgestellt. Ne? Wenn du im Power Platform Admin Center sagst, ich möchte ein neues Dataverse-Environment haben, wirst du gefragt, mit CE oder ohne CE. Und du kannst nachträglich auf ein normales Dataverse-Environment keine CE-Lizenz draufspielen. Ich kann es jetzt nur für uns, also bei uns mag es intern anders sein. Okay. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Also bei uns ist es ein bisschen anders, genau. Wenn ich jetzt mal einfach hingehe und sage, ich habe einen User, der würde mit einer Sales-Lizenz lizenziert sein und habe aber einen Außendienst mit 200 Leuten, die Leads erfassen, die Accounts anlegen, Contacts qualifizieren und so. Und da steht auch nichts drin irgendwie, dass die Logik zum Beispiel, diesen Qualifizieren-Button oder so auf den Lead, dass die Logik eingeschränkt wäre. Dann brauche ich im Endeffekt nur Power Apps-Lizenzen, im besten Fall die 5-Euro-Lizenz, also die App per App-Lizenzierung, anstatt einer Sales-Lizenz mit 82 Euro Sales Enterprise. Also wenn du jetzt alle Logik, die im Sales drin ist, also wenn du jetzt im Sales-Bereich unterwegs sind. Ja, also du willst theoretisch einen Account anlegen. Ja genau, du willst jetzt aber nicht mit der, anders. Es sind ja viel mehr Funktionalitäten drin, wenn der Benutzer wirklich in CE arbeitet, im Sales arbeitet. Aber wenn du jetzt natürlich hingehst mit Power Apps und das ganze Sales nachbauen willst, das ist natürlich... Ja, aber, guck mal die Messen an. Guck dir mal die Messen an. Kundenerfassung oder Lead-Erfassung. Ja, ja. Das heißt, ich baue mir eine kleine Canvas-App, die kann Business Card wieder nutzen und schreibt ins Dataverse rein. Das heißt, ich brauche nur eine Power Apps per App. Ja, genau, alles gut. Also für solche Cases macht das Sinn. Aber wenn man jetzt hingehen würde und sagt, haha, jetzt hebe ich das ganze Ding aus und ich baue jetzt mir... Genau, das meine ich. Ist der Aufwand viel zu groß, das zu erstellen. Das spart ja die Lizenzen ja nicht. Branche, sage ich jetzt mal, wo zum Beispiel ein beratender Außendienst unterwegs ist, die gar nicht eine Opportunity oder sowas erfassen, sondern Besuchsberichte dokumentieren und solche Sachen. Ja, wenn du da eine gute Lösung hast. Ne, die ein Lead haben, aber dann diesen Rest des Prozesses, der mit Microsoft kommt, so eigentlich gar nicht nutzen, weil es kein verkaufender Außendienst ist. Ja, also feel free, Power Apps haben wir ja gesehen, greifst auf non-restricted tables als Beispiel zu, reicht alles gut. Dafür ist es ja auch gemacht, wenn man ganz ehrlich ist. Und es wäre ja Wahnsinn, dann noch zu sagen, ey, du hast jetzt Power Apps, jetzt brauchst du doch schon Sales. Das ist natürlich Kirche auch ein Stück weit im Dorf lassen, klar. Michael schreibt gerade was. Achso, ne, ich muss nur raus. danke für den tollen Vortrag. Ich muss leider weiter. Okay, bis zum nächsten Mal. Jetzt können wir noch tagelang drüber sprechen, glaube ich, über die diversen Szenarien. Also es ist zig Szenarien und da musst du dir wirklich drüber Gedanken machen. Also wie gesagt, ich hatte letztens ja das Thema DMS, was reinschreibt. Das war auch nochmal für mich selber nochmal so ein erhellender Faktum, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir das intern auch diskutiert haben. Was ist das denn jetzt eigentlich, wenn du mit der OCR da drauf in den Sales Order reinschreibst? Und dann war irgendwann relativ schnell klar für uns, hey, das ist Orderlines. Aber was ist denn jetzt, wenn ich jetzt ein DMS habe, wo ich Eingangsrechnungen kriege, die darüber OCR mache und dann ins ERP-System reinschreibe? Eine Dynamics-Lizenz, hätte ich jetzt gesagt. Nee. Orderlines. Auch bei Purchase Order. Purchase Invoice. Habe ich Orderlines gesagt? Purchase, natürlich. Also es geht ja nicht darum, die Sales Order einzulesen. Quatsch. Bei einem Beispiel. Ich kriege jetzt die Eingangsrechnungen. Ja. So, die gehen jetzt durch ein
OCR-Erkenner durch, sodass ich die dann über die Schnittstelle ins ERP-System reinspielen kann. Ja. Gibt es da auch die Orderlines dann für? Ja. Okay. Genau, dafür gibt es die Orderlines. Ich mache es gerade auf, dann kann ich es aber gerade noch sagen. Leistung sind gerade 65. Für welche 6 Typen es das gibt, um das nur zu ergänzen. Leistung sind gerade da. Ich nutze ganz kurz die Zeit, die du zu suchen benötigst, und ich werde auf gar keinen Fall die Diskussion unterbrechen bzw. abschließen wollen. Aber die ersten haben jetzt schon das Meetup verlassen. Mhm. Wir sind auch schon ein wenig über der geplanten Zeit, aber ich finde, es hat sich massiv gelohnt. Also vielen Dank auch nochmal an Andreas und dich, Benno, für die tollen Vorträge heute mit den echt guten Einblicken. Und das nächste Treffen ist auch schon geplant, findet Ende März statt, am 24. März, um genau zu sein, wieder um 19 Uhr. Das nächste Mal werde ich einen kleinen Vortrag halten zum Thema der Updates, zum Thema Power Platform und Dynamics 365 CE-seitig. Was kommt im Release Wave 1 2022? Da ist ja auch einiges an Neuerungen, was sowohl was die Plattform als auch die einzelnen Module angeht. Was kommt? Und der Felix Kammler wird was zum Intelligent Order Management sagen. Gut. Cool. Also nochmal vielen Dank. Und jetzt würde ich sagen, Diskussion, noch weiter Fragen, wer Zeit und Lust hat, gerne drin bleiben. Genau. Auch gerne die Kamera anmachen. Und Ludwig darf auch die Aufnahme. Ludwig darf auch.